Hallo. Hör mal. Ja. Was ist, hast du was hier, hast du was oder was? Für was denn? Ja, was denn? Ja. Hast du was gemacht oder was? Für was? Was hast du denn gemacht? Ach, wegen der Hochzeit oder? Ja, 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 sag ich doch. Also. Ja, ich hab da was. Da gibt's doch, wenn man außerhalb der Stadt fährt, ne? Ja, da gibt's viele Wege, Gary. Da ist so eine Kirche mit dem Friedhof. Eine Kirche mit, bitte? Du, Opa, warte mal weg, die hört mit. Opa Helmut. Ja. Du hast ja eh nicht mehr so lange, ne? Ja, du Arschloch, ja, wieso? Da ist ein Gotteshaus mit dem Friedhof direkt dran. Was willst du denn? Was willst du mir denn damit sagen, du Assi? Ja, ich hab da nichts richtig. Ich weiß nur, da ist eine Kirche mit dem Friedhof. Mehr weiß ich nicht. Du die Schwester ja direkt da lassen. Ja gut, wo ist das denn genau? Da weiß ich nicht. Das ist ein weißes Gotteshaus ist das. Toll, danke. Ist dein Ernst, oder? Ja. Ja, cool. In so einer Stadt wie hier finde ich die bestimmt schnell. Von gibt's bestimmt nur einen. Na, da ist, wenn man außerhalb fährt, Richtung Norden ein bisschen. Glaube ich. Glaubst du? Nimm deine Finger da weg. Du. Ja. So. Was machst du mit dir? Nee, die wollt an den Kuchen dran. Du hast den Kuchen gebacken? Ja. Bah, esse ich nicht. Ja. Genau. Da soll ich mich mal schlau machen, wo das Gotteshaus ist? Ja, wo bist du denn? Hol ich dich kurz ab. Huch. Ja, hier bin ich, stehe ich gerade. Ja, du. Das ist kein FaceTime, du Spacko! Opa, tu den Schellmut, ich ruf dich gleich zurück. Meine Fresse. Paar Minuten. Ja, eine! Ja. Scheiße, wo ist denn das Gotteshaus? Wo war das? Mit dem Friedhof. Och, Herr. Entweder war das hier irgendwo. Oder hier? Oder hier? Ne, hier nicht, hier nicht. Keine Ahnung. Sag mal, Gani, wie ihr seid? Tagchen an Gerrit und Mods. Hi. Ulm Zock, wie geht's? Der Exorzist, ne? Schniedelwurz, alles klar? Warte mal. Herrlich. Toto ist nicht da. Scheiße. Weiter. Hallo? Hallo, Herr Walter. Herr Smoker, hast du schon den Anzug gekauft? Wofür? Für die Hochzeit von Annabel. Du bist Trauzeuge von Annabel heute. Da kaufe ich mir keinen Anzug für die blöde Kuh. Da habe ich kein Geld für. Ja, hast du wohl. Ich werde aber. Passen Sie auf. Die hat den Kuchen weggefressen. Welchen Kuchen? Ich habe Hochzeitskuchen gebacken und die hat den weggegessen. Bist du heute Abend auf der Hochzeit um 1 Uhr? Sie werden mich sehen. Ja, und Annabelle ist auch. Ja, gut. Annabelle ist auch da, aber. Aber du willst die Annabelle aber zum Altar führen, ne? Das ist ja. Ey, das muss doch sein. Du bist der Bruder, Herr Smoker. Mal gucken. Also, wo heiraten wir überhaupt? Wir treffen uns um 21 Uhr, Herr Smoker. Mhm. Ja? Um 21 Uhr treffen wir uns.
Weißt du, wo... Wir treffen uns an dem Parkplatz des Stadtparks, okay? Da können wir nämlich schöne Autos bereitstellen und dann fahren wir zu einem Ort. Ich habe alles organisiert. Okay, dann sage ich Todensch Helmut Bescheid. Todensch Helmut? Todensch Helmut. Okay, ja, und lad auch deine Freunde ein und so und dann machen wir das gleich, ja? Mm. 21 Uhr treffen wir, kann auch 21.05 Uhr sein, treffen wir uns am Parkplatz vom Stadtpark. Ja. Da und bring Häusern, mal Geld mit, ne? $3000 kostet die Vertrauung. Was? Wow. $3000. Alter, wie soll die zum Altar führen? Ach, Toto, was mache ich wieder? OP, Opa. Opa Helmut. Ja. Opa Todensch Helmut. Ja, was ist? Wir sollen um 21 Uhr da am... Wo war das? Keine Ahnung, jetzt sieh mich nicht schon scheiße, schon mit gerade ein Burger. Der... Nee, um 21 Uhr da am Park, da am Parkplatz. So. Guten Tag, ich hätte gerade... Warum ist das hier zu, ihr blöden Wichser? Ich hab... Wo? Da am Park, am Parkplatz, Stadtpark. Hat der Herr Walter gesagt. Der hat alles organisiert, hat er gesagt. Ach, was? Mhm. Ja, Smoker, du kommst ja auch heute zur Hochzeit, ne? Ja. Hat dich ja... Ja. Muss das sein? Ich hasse die wie die Pest, die Frau. Ja, was meinst du mich? Und ich muss die Tussi auch noch heiraten? Ja, ich bin die los jetzt. Ja, scheiße bist du. No. Du hast mir nur 50.000 gegeben, 70 waren ausgemacht. Ja, Opa tut ein Schellmut. Ja. Wir sind ja dann verwandt, ne? Was sind wir dann? Du bist ja mein Schwiegervater. Nee. Na, was ist das? Schwager, ne? Schwanger. Ja. Warte, ja. Da soll ich dich dann Papa nennen? Ich könnte sowieso mal langsam. No. Ja, dann sage ich der Ollen Bescheid. Ich rufe dir das letzte Mal an. Ich will mit der eigentlich gar nicht mehr reden. Ja. Die hat den ganzen Kuchen aufgefressen. Ich rufe die jetzt an. Dann was ist hat die? Die hat den Kuchen aufgefressen. Schlampe. Macht nichts. Die Lampe bringe ich auch mit, dann haben wir Licht, ne? Oh ja. Ja. Okay, bis 21 Uhr dann, ne? Aber welcher Parkplatz? Der hintere oder der vordere? Da, ich glaube, da hinten, wo die, wo der Garagenmann ist. Ja, danke, da gibt's zwei. Da, ja, weiß ich nicht. Ja, meint ihr den bei der Zulassungsstelle? Nee, ich glaube den da, der hinter der Häuser ist immer. Ach so. Ja, der bei der Bank, okay. Ja, genau, bei Bank. Ja, verstehe. Was? Was ist? Was war das? Weiß ich nicht, geht's dir gut? Gary? Ja? Ja, geht's dir gut? Was ist denn? Ja, war aber ein Brummen. Hä? Warte mal. Vielleicht du Brummbär. Ne. Hast du Hunger? Ne, ja. Spontan gekackt, Schließmuskelprobleme. Ne. Opa Helmut, wir treffen uns gleich. Wir treffen uns gleich. Ich dachte mit Anna. Also ja, ich ruf die jetzt an, dass die da hinkommt. Dann triffst du die da. Können wir das nicht machen? Kann ich dich heiraten? Und, ne, ich bin doch, ne, ich verstehe auch Frauen. Ach so. Ja. Und dann, ich komm dann dahin, wo geheiratet wird, ne? Ja. Ja, okay. Bis gleich, tschö. Ja, tschüss. Ja. Ja, die meinen mich jetzt zu poppen, oder? Ich soll auch erscheinen. Oh, ja. Mhm. Acosta, grüß dich, das meine ich. Und du, wie geht's dir? Nee, Freezer, kommst du nicht. Na, hallo. Hallo. Wo fängt die Party denn statt? Was für eine Party? Ja, die Party. Ach, willst du auch umsonst essen kommen und trinken? Klar. Wow. Sonst kriege ich ja nichts von dir.
Ja, die, wir treffen uns alle um 21 Uhr hier am Stadtpark. Da hinter, an der Garage da. Bei der Bank, hinter der Bank. Ah, okay. Ja. Dann komme ich da hin. Ja. Na gut. Der Herr Walter, der macht alles, ne? Hat alles so. Wow, der hat aber Geld, wa? Ja. Ja. Okay, bis gleich, ne? Okay, tschö. Bis gleich. Tschö. Wir müssen zur Bank. Wir müssen zur Bank Geld holen noch. Aber das wird gleich, das wird Drama. So, Einstellungen. Banken einblenden, ja. Shops auch. So, Einstellungen. Shops einblenden. Ich glaube, da wird gleich richtig romantisch. So, wo bin ich hier überhaupt? Ich muss hier hin. Hier ist die Bank, hier ist aber auch kein Shop oder sowas in der Nähe, ne? Ne, okay, müssen wir laufen. Ist sie wie nah? Ach, Herr. Komm mal, aber lauf. Das wird Stress, das wird richtiger Stress, ja. Jetzt muss ich ja wieder mal aus dem Kopf drücken, ey. Jetzt drehen sich die Motoren wieder in meinem Kopf. Ach, nee, 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 nee. Gibt's da keinen Taxiservice, dass du immer läufst? Musiker? Doch, gibt es, aber keine Ahnung, sind da noch ein paar Meter. Die Kopfhörer sind Bombe, hab sie mir gekauft. Hier, die sind echt gut. Die sind echt, echt gut. Aber 80 oben, ne? Das reicht vollkommen aus. Wie ist das Bild jetzt, Kinders? Wenn ich gerade laufe, ist pixelig, oder? Ösi, boah, wie geht's dir? Nein? Nein, geht? Bild ist perfekt? Das kann ich ja gar nicht glauben. Das kann ich ja gar nicht glauben. Warte, muss ich kontrollieren. Ach, Herr. Muss das? Muss ich das verstehen jetzt oder was? Warte mal. Geh mal da hoch. Ich verstehe die Welt nicht mehr, ne? Keine Ahnung. ja. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Verstehst? Ja, aber es ist jetzt auf 720p, ne? Aber trotzdem waren ja... Ich verstehe das nicht, Chris, jetzt ohne Scheiß. Ich würde am liebsten jetzt im Stream ausmachen und auf 1080p hochsetzen, ne? Machen wir morgen. Und grüße ich Chris. Das ist der liebe Chris, der gestern stundenlang hier gewesen ist, mir geholfen hat, Rechner zusammengebaut hat und heute auch schon wieder, ich glaube, 5 Stunden hier war oder so. Chris, nochmal herzliches Dankeschön, wirklich. Ich sehe das nicht als selbstverständlich an. Dankeschön. Guten Abend. Hallo. Yves, danke schön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr lieb. Und GPS German, willkommen im zweiten, mein Freund. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön.
720 Pesen, okay, wir brauchen, so scharf brauchen wir dich nicht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warte mal, ich guck mal, ich hatte ja ein bisschen noch rumgespielt, wie ich gerade, ich glaube, ich kodiere gerade über die CPU, oder? Ja, über CPU. Okay. Keine Ahnung. Ist mir alles was zu hoch. Der Arndt, willkommen und Dankeschön für 11 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr, sehr lieb. Und Turbo Sultan, 100 Bits. Dankeschön, vielen Dank für die 100 Bits. Gerrit ist sowieso scharf genug. Ja, das weiß ich ja. Ne? Ja. Hallo. Zicke. Ach ja. Soll heute nicht Hochzeit sein? Er ist doch gleich. Beruhig dich doch. Er ist doch gleich. Minuten. Oh Gott. Hallo. Hör mal, hat dir dir gesagt, wo du hinkommen sollst? Zu einem Parkplatz, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Soll ich dich holen? Wo? Ja, am liebsten mit, in der Brut des Teufels, aber soll ich dich holen? Ich bin schon da. Okay. Wo bist du, Helmut? Ja, ich stehe hinten auf dem Parkplatz. Da, ich sehe dich. Wo bist du denn? Ja, hier in der Kutsche. Helmut! Was ist? Was ist das? Ja, unser Hochzeitsauto. Das ist ekelhaft. Ja, passt zu dir. Helmut! Warte. Ich steig aus, komm. Das ist Dreck. Ich hab mich extra hübsch gemacht. Wie gefall ich dir? Hallo? Helmut. Ja, wie gefall ich dir? Ist schön? Wie ist? Helmut. Was ist denn? Wie siehst du aus? Ja, schön, oder? Endlich mal eine lange Hose. Ganz schön warm, das schwitzt. Und der Schweiß, das fühlt sich so an, als würde die nicht runter, sondern hochlaufen in der Leistengegend. Aber kannst du dich ja drum kümmern in der Hochzeitsnacht? Um deinen Schweiß? Ja. Du bist eine alte Sau. Helmut, geh dich umziehen, kauf ein neues Auto. Was? Bist du bekloppt? Wir heiraten. Ja, toll, wie siehst du denn aus? Schön? Nee, du siehst aus wie immer. Also alles, aber nicht schön. Siehst du das Garagentor? Mhm. Das ist was Schönes, im Gegensatz zu dir, verstehst du? Stell dich mal vor das Tor, warte mal. Stell mal so ein bisschen. Siehst du, selbst das Tor haut vor dir ab. Bleib einfach da drin. Okay. Das ist schon richtig Asi, ne? Okay, komm her, ist ja gut. Murmelnah. Aber toll. Helmut... Jetzt muss ich eine Kriminelle heiraten. Ich heirate ja nicht deinen Anzug oder deine hässliche Latzhose oder deine langen Achselhaare oder deinen Schweiß, der schon getrocknet an der Hüfte hängt. Ja. Ich heirate dich als Wesen, du lieber Mann. Genau, ja, kannst mir auch aus dem Abstand Meter erzählen.
Helmut? Was? Verhalte dich, nein! Geh weg! Verhalte dich so wie auf der Kölner Domtreppe. Armlänger Abstand. Ich hab gehört, das soll helfen. Verstehe ich zwar auch bis heute nicht, aber tu es einfach. Wir müssen uns eh gleich küssen. Ja, das, ja, toll. Können wir doch aber schon mal üben. Nein, verbach! Mit Zunge. Ja, genau. Schneid dir deine raus und näse einem Pferd an. Und umgekehrt. Helmut? Ja, bitte. Wir haben über bestimmte Sachen noch gar nicht so geredet. Ja, müssen wir auch nicht. Wenn du stirbst, ich krieg alles. Nee, ich mein andere Sachen. Was für andere Sachen? Helmut? Was ist? Wie hast du es am liebsten? Wenn du mich so fragst, tot. Helmut. Ja? Nicht, dass du enttäuscht bist von mir. Nee. Nee. Ich hab genug damit zu kämpfen, dass du deinen Bruder so ähnlich siehst. Ich kenne mich mit vielen Sachen nicht so aus. Ja, das sehe ich. Schminke zum Beispiel. Ja. Wenigstens heute hättest du mir den Gefallen mal tun können. Wann kommt denn der Pastor? Wer? Der Priester. Weil also ich das wisse. Ich dachte, dein Bruder hat alles geregelt. Heiraten wir hier? Ich habe keine Ahnung. Guck mal. Ja. Ziemlich großer Wagen. Mhm. Und hässlich noch dazu. Da noch einer. Ja, das ist richtig. Der ist cool. Wer? Der Wagen. Mhm. Der ist in dein Auto gefahren. Ja, das macht nichts. Es ist okay, dass er sich gerade komplett blamiert hat. Mhm. Da muss ich. Ja. Da. Helmut! Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich dich falsch gebracht, anscheinend. Stell den mal woanders hin. Ja, okay. Fertig. Hier bin ich wieder, Schatz. Ja, zum schön. Freu mich. Helmut. Tu mir mal einen Gefallen. Ich hab ja ein Privatleben, ne? Ist dir bewusst. Okay, pass auf. Das ist hier eingekennzeichnet. Hier ist meins und das da drüben ist deins. Siehst du, da steht Private. Und wenn wir das Liebe heißt, machen wollen? Halt die Klappe! Das ist private eingezeichnete Kästchen. Du gehst in das da und ich stell mich da hin. Okay. Bis zur Hochzeit. Ich hab was einstudiert für dich. Ach du Scheiße, was denn? Okay. Because I love you, you will ever be my man. Ihr habt Telefon. Hallo. Schön, vor allem in die Stelle mit dem Hallo, da sollte doch die Nummer von Hans Mopper sein. Der ist gerade nicht da. Oh, wann kann ich den denn wieder erreichen? Es geht um eine wichtige, dringende Angelegenheit. Nachher. Nach eine Stunde, halbe nach Stunde. Ist nachher. Ja, okay. Ist aber gut. Nicht vorher, nachher. Ja, das habe ich schon verstanden. Mhm. Aber wann nachher? Können Sie mir da eine grobe Zeitangabe geben? 10. Okay, da bedanke ich mich. Mhm.
Wünsche ich noch einen schönen Tag. Because I love... Ja, ist okay, reicht. Danke. War das schön? Nein. Darf ich zu dir ins Kästchen kommen? Nein, darfst du nicht. Da drüben ist ein gestricheltes Kästchen, siehst du das? Mhm. Da, wenn wir zu beiden... Da können wir beide reingehen, komm mit. Ja. Aber jeder geht... Naja, nicht. Stopp! Genau. Das war's. Der Rest ist Abstand. Hier machen wir Liebe? Och, ich pack nochmal kurz die Karre um. Hab ich was. Virus, dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Und Crazy Volker Art haut 100 Bits raus. Dankeschön, Crazy. Vögelchen. Und Kurashiro. So. Vielen Dank für den Sub. Nee, hier machen wir gar nichts. Für den Support. Madentelefon. Wer okay. geht mir auf den Sack? Und The Taker ist im 9. Vielen Dank, Taker, für 9 Monate. Dankeschön. Und Masterplay.de, auch ein neuer Sub. Vielen, vielen Dank dafür. Nein. Dankeschön. Wie, Smoker gesehen. Gerade? Das, da sollte man eventuell später mal auf den Grund gehen. Tatsächlich. Ja, ich laufe. Hey, komm mit, Frau. Wow. Wie, hallo? Das ist total kurios. Hallo, Curry, der sagt gerade, der hat vor einer Sekunde deinen Bruder an ihn vorbeifahren sehen. Mhm. Der wollte doch auch kommen. Der ist sauer auf mich. Der hat mit mir nicht mehr geredet. Ja, kann ich verstehen. Mhm. Tag, sollen wir einsteigen? Hallo. Steigen Sie ein, steigen Sie ein. Scheiße. Hä? Helmut, das wo ist der? Geht leider nicht. Warum? Ja, ich komme nicht rein. Ach gut. Fenster schließen. Ja. Wo ist mein Bruder? Weiß ich nicht, wo ist der denn? Weiß ich nicht. Da in dem Auto hinter dir, glaube ich. Sag mal, der soll aussteigen. Schmoker! Steig aus! Bist ja doch gekommen, Assi. Sollen wir Smoker im Sonnenstudio? Warte. Hey! Du siehst so komisch aus. Smoker? Wie siehst denn du? Smoker! Smoker, was ist wohl noch? Schlagen, oder was? Hallo. Smoker! Warst du im Urlaub, Smoker? Und bist du lass geworden? Den in der Ruhe. Ich hab den ganzen Kuchen weggegessen und er hat gesagt, er will nicht mehr reden, solange bis wir verheiratet sind. Nein. Der Smoker muss natürlich gleich auch eine Rede halten. Ja, natürlich. Das werde ich ja wohl verlangen. Im Übrigen ist das hier mein Outfit für die Hochzeit. Schön geworden. Sieht gut aus. Riecht das ist dasselbe von der Baustelle? Okay, ja. wir haben einen Ort für euch. Herr Kater wird das musikalisch übernehmen. Ja, ich werde die Trauung durchführen. Ich hoffe, Helmut, du hast auch eine Rede für Annabelle. Annabelle, ich hoffe, du hast eine Rede für Helmut. Mhm. Herr Smoker, du wirst Annabelle, Herr Smoker wird Annabelle zum Altar bringen. Herr Smoker wird dann auch noch eine Rede halten und dann sind wir fertig. Wie viele Leute passen in dieses Auto? 3, 4, 5, 40, 6, sagt er. 6. Kater, du fährst uns zum Leuchtturm. Okay. Was? Leuchtturm, wie schön. Furchtbar. Okay. Interessant, Herr Smoker. Waren Sie in Thailand? Smoker, der Herr Kater fährt. Kater, wir fahren. Okay.
Schmucker, der Herr Kater fährt. Ja, das, ob das was wird. Ja, los geht's. Jetzt hat das ja nicht. Kater, fährst du heute noch? Wer spielt Smoker? Ich weiß das. Kater? Habe ich vorher alles arrangiert. Die können mich doch. Kater! Helmut? Ja. Fahr doch! Keine Ahnung. Du weißt doch, Multitasking, wenn ich auf dem Navi schaue, ist nicht so schwer, ist nicht so leicht. Kann sein, dass wir die Gremlins nachher dabei haben, die Grünen, die fahren schon die ganze Zeit im Kreis. Wow. Aber sie waren verwirrt, Walter, ne? Sie waren richtig verwirrt, ja, ne? Leider. Sag mal. Hubschrauber. Stopp, dreh mal um. Entschuldigung. Der steht da schon den ganzen Tag. Ja. Was? Hab auch schon bei euch angerufen, aber die haben gesagt, ja, wir kümmern uns nicht darum. Wir sind anders beschäftigt und ich soll nicht mehr die Polizei anrufen und ich soll dir nicht mehr auf den Sack gehen und ich werde ein verwirrter alter Arsch oder so. Das ja, haben wir zu dir gesagt. Vielleicht wird da ein Winewood-Film gedreht. Vielleicht gehört das dazu. Jetzt Motor. Ey, sag mal bei den Kollegen Bescheid, dass dieser Wagen dort im Stadtpark steht. Ja, da fahren wir gleich wieder hin. Tut es noch weh, Gerrit? Dann nick mal bitte. Oh, ich leg dir gleich noch ein Läppchen mit Kamille auf. Och, Herr. Der hat richtig Schmerzen. Warum hat der Schmerzen? Der war beim Zahnarzt. Ja? Und jetzt kann er nicht mehr reden? Der hat Zähne gezogen bekommen. Und da so ein Draht drin. Aber reden kann der. Die Rede kriegt er noch hin. Das ist das Mindeste. Mhm. Helmut, oder? Helmut? Mhm. Warte, Schnauze. Ich hab zu tun. Ich merk schon, da wird eine tolle Hochzeit. Smoker, weißt du noch, wie ich mit dem Auto gefahren bin hier? War schön. Sie haben auch so ein Auto? Ja, der Smoke hat mir das mal geliehen. Mhm. Und dann habe ich einen Überschlag damit gemacht. Okay. Ja, genau. Warum hupst du die? Ach so. Ja, logisch. Habe ich mal irgendwo gesehen, weißt du? Bei so Türkenhochzeiten, ne? Ja, als ich einmal in Hamburg war. Da ist der Leuchtturm in Südostasien und wo fahren wir hin? Ja. Der Smoker. Annabelle. Hm? Hast du denn die Ringe dabei? Mhm. Ich weiß nur... Ich hab Zwiebelringe extra gekauft. Nur nicht, welcher dem Helmut passt, aber die sind aus Gummi. Ein Cockring vielleicht. Der Mann hat gesagt, die sind zum Kochen und heiraten. Was? Die Ringe. Okay. So, aber ich möchte auf jeden Fall, dass der Scheiße, Smoker gleich was erzählt. Fuck. Ja. Ganz ruhig, Helmut, ganz ruhig. Alles wird gut. Muss ja, nervös sein. Wir haben das schon gut organisiert, alles. Ich bin so aufgeregt. Ja, wirklich, Annabelle? Ich freue mich so. Wie heißt Nachname nochmal, Annabelle? Vicario. Vicario, okay. Mhm. Spielst du gerne Mikado? Mikado? Ja. Kenn ich nicht. Und heute Nacht machen wir Babys Helmut. Boah. Schön. Du weißt, dass der Leuchtturm links ist, ne? Oder willst du in runter die Klippe springen, weil dann bin ich direkt dabei. Welchen Song wünschst du dir denn, Annabelle, für die Hochzeit? Also welchen Song soll Herr Kater singen? Der hat nämlich eine exzellente Traumstimme.
Ich hab da selber auch ein Lied, das kann der singen. Because I love you. My heart will always go. Boah, bitte tu das nie wieder. So, halt mal kurz vorm Leuchtturm, bitte. Oh, wie schön. So, wir stellen uns jetzt da oben auf die auf den Vorsprung. Will keine Gäste, war ja klar, keine Freunde, ne? Ach, schön. Ihr Brautpaar bitte oben auf die Klippe. Ja, Moment, ich brauche erstmal. Erstmal Whisky. Boah. Ich möchte auch was trinken. Halt die Klappe. Herr Smoker? Bin ich ja mal gespannt, was du vorbereitet hast für mich, Annabelle, für eine schöne Rede. Muss der mich reinführen nach hier? Nee, wir machen das ganz an. Herr Smoker, gehen Sie mal ein Stück darüber, bitte. So. Helmut und Annabelle stehen sich da oben vorne hin. Mhm. Ja. So, okay. Guck mal auf den Leuchtturm. Noch ja, ein Schritt, Annabelle. Noch ein Schritt, Annabelle. Ja, noch ganz. Spring noch einfach. Nee, so noch ist gut. Nee, noch ein Stück, dann siehst du besser. So. Okay. Herr Smoker, Sie. Ja, okay. Warum stehen Sie da jetzt, Herr Smoker? Sie gehen wieder hier zurück. So. Okay. Sind die. Nee. Ist das. Ist das Paar anwesend? Mhm. Ja. Helmut Müller? Körperlich schon, geistig bin ich irgendwo. Und Annabelle Mikado, richtig? Mhm. Helmut, komm bei mir, Spoil. Ganz nah. Es reicht. Komm her. Gib mir dein Händchen. Nee, verpiss dich. Nein. Ja, ein bisschen laut und deutlich reden, damit ich Sie auch gut verstehe, ne? Mhm. Ja. So, sind Sie bereit, Sie beiden, ja? Ja. Nee. Ach, ist das schön. Auf zu klatschen, dann fängt er zu muffeln. So. Also. Frau Mikado, Herr Müller. Ja. Wir haben uns heute hier eingefunden. Mhm. Im wunderschönen Blaine County, Staat des San Andreas, um Sie beiden hübschen Menschen zu trauen. Das trifft nur auf mich zu, aber okay. Wir befinden uns heute hier mit Herrn Gerrit Smoker und Barry Carter, der die musikalische Untermalung dieser Hochzeit übernehmen wird. Also, die Trauung. Mhm. Frau Annabelle, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihrem künftigen Mann ein paar Worte mitzuteilen. Och nee. Helmut. Ja. Als ich dich das erste Mal sah damals, wurde mir ganz anders. Ich war nicht mehr so trocken. Helmut, du bist der Mann meiner Träume. Jeden Abend vorm Schlafengehen sehe ich dein Gesicht und dann schlafe ich total schön ein. Helmut, ich möchte ganz, ganz lange mit dir verheiratet sein und viele Babys haben, die aussehen wie du. Ja, okay, ja. Helmut, ich liebe dich. Schön. Okay. Herr Müller, nun ist Ihre Zeit gekommen. Ihre Worte an Ihre künftige Frau. Ja, Moment, ich habe hier irgendwas in der Tasche. Hier ist das, genau. Annabelle. Auch wenn du lachst, bleibst du hässlich wie die Nacht. Wärst du meine Billardkugel, würdest du mir Pech bringen und wärst meine Acht. Du bist wahrhaftig keine Pracht und duftest wie ein Esel, nachdem du kacken warst.
brauche ich ganz schön viel Schwefel, also wegen des Geruchs. Bleib bloß weg von meinem Penis. Denn da bewegt sich eh nichts. Ich hoffe, dass ich blind werde, denn dann sehe ich nichts. So, habe ich selbst geschrieben, gerade im Auto. Das war so was Romantisches, habe ich ja noch nie gehört. Ich muss mich auch gerade mal kurz fangen. So. Ins Wasser gefallen. Also, Herr Smoker, nun bitte Ihre Worte an Ihre Schwester. Red ruhig. Versuche es, auch wenn du Schmerzen hast. Herr Smoker, versuchen Sie es. Sag doch mal was, du Arschloch. Ist meine Hochzeit. Versuche es, streng dich an, auch wenn es weh tut. Man wird das verstehen. Warte mal. Was? Lauter bitte. Du hörst dich so anders an, Smoker. Lauter bitte. Ich finde das Schönste auf der ganzen Welt, Annabelle, was ist hier los? Warte, zusammengefunden habt. Warte, der Smoker ist einfach aus dem kölschen Akzent. Ja, dann frage ich mich auch, was ist hier los, Annabelle? Das liegt so an der Zähne bestimmt. Annabelle, was ist hier los? Okay, stopp, bevor das jetzt hier ausartet. Kann ich von der Klippe springen? Nein, bevor das hier ausartet. Was ist hier? Herr Carter, bitte die musikalische Untermalung. Aber ich will hier erst wissen, was... Warte! Komm wieder nach oben. Herr Carter, ja. Die laut bitte und das ist das erste und letzte Mal, dass du das zu mir sagst. Kuschel dich an mich. Schön. Herr Carter. Schön. Wir warten, also. Jetzt lass mich hier nicht so dastehen, Mann. Hallo, hört ihr mich? Ja, sing jetzt. Ja. Okay, seid ihr noch nicht. Ihr seid doch bestimmt noch nicht fertig, oder? Ich bin fertig. Doch, du bist jetzt dran, du musst jetzt singen. Einen Moment, warte mal, ich hab mir. Tut mir leid, ich muss ganz kurz auf meinen Zettel schauen hier. Ich glaube, da ist der Text. Einen Moment. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Nein. Einen Moment. Entschuldigung, das habe ich nicht so oft gemacht, deshalb gib mir ruhig die Zeit. Ja, immer mit der Ruhe. Nehmen Sie die Zeit, wie Sie wollen. Ja, je länger das hier dauert, desto besser. Ja, das ist das erste Mal, dass ich hier vor einem Brautpaar singe. Das ist unglaublich. Das ist so schön, ne? Ja. Was machst du da mit deinem Finger? Okay. Eins, zwei, drei. Ich bin mir sicher, das wird doch. There comes a time when we hear a certain call, where the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day there's a one somewhere to make a change. I'm with. Yeah. Toll. Richtig schön. Fertig. So. We are all a part of God. Komm schon, Kling. Big cat. What? A big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We. Das war us. Ja. Das war ich gut. Ja, also, okay. Danke. Okay. Das war anders. Also. War das so anstrengend? Ja. Herr Carter? Komm, steh auf. Herr Smoker.
Ich möchte jetzt nochmal Ihre Rede hören, bitte. Sie haben ja gerade nur vor sich hingestammelt. Jetzt Ihre Rede, bitte. Klipp und klar und laut und deutlich, Herr Smoker. Zeig nicht mit dem Finger auf mich. Red einfach. Jetzt, Annabelle, ruhig jetzt. Herr Smoker. Helmut, du hast Annabelle gefunden auf der Straße. Ey, sag mal, ist sie den 40 Tonner gegen den Kehlkopf gefahren oder was? Ich finde, dass du es verdient hast, meine Schwester zur Frau zu nehmen. Dass ich sie endlich vom Hals habe und auf deine Tasche lebt. Seid ein Liebespaar, paaret euch, wie es euch gefällt. Wie Kaninchen auf der Weide, rammelt euch zum Boden. Oh, Atem. Wie süß. Danke, Schmoker. Herr Kater, bist du noch im Funk? Ja. Könnten Sie mal kurz durchgeben, dass in Los Santos ein bräungebrannter Mann sich als Herr Smoker ausgibt und gerade die Hochzeit von Frau Annabelle und Helmut sabotiert? Was? 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 Ey! Ey! Ist der Wagen an? Anscheinend schon. Nun. Alter. Was? Wo hat er die Waffe her? Warum? Ich hab versucht, auf den Reifen zu schießen. Das sollte so ein schöner Abend werden. Wer war das, Annabelle? Warten Sie, Frau mein Annabelle. Bruder. Das glaube ich dir nicht. Kater, kümmere dich mal drum. Nimm dir mal fest, bitte. Okay. Wer, mich? Nein. Wen? Den, der ist weggefahren. Nein, der steht, dass wir gegen den Baum gefahren. Der ist da hinten beim Baum, geradeaus. Okay. Was? Den hau ich auf die Fresse? Nein! Herr Walter. Ja. Warum machen Sie das so kaputt? Was mache ich kaputt? Unsere Hochzeit. Hier ist ein bräungebrannter Mann mit kölscher Akzent, der sich als der Smoker ausgibt. Mein bester Freund. Was ist jetzt los? Das ist ein komischer Abend. Au. Annabelle, so. Dämliches Stück. Du hast mich verarscht von vorne bis hinten. Ich habe Geld dafür bekommen. Passt schon. Mm-mm. Also. Können wir weitermachen, bitte? Frau Annabelle? Nein. Nein, nix. Die Hochzeit ist geplatzt und das Geld behalte ich trotzdem. Du hast mich komplett verarscht. Hab ich gar nicht. Hast du wohl. Mm-mm. Ich liebe dich, Helmut. Ja, Schnauze. Herr Weiß, was machen wir denn jetzt? Ja. Ja. Was? Fragen Sie endlich. Willst du, Helmut, die Anwesende Annabelle? Also das Auto ist auf jeden Fall da. Also, wir lassen uns jetzt von so einem Störenfried nicht stören, ja? Der Smoker wird damit wahrscheinlich nichts zu tun haben, wenn der wüsste, der wird aus... Also, Frau Mikado, hier Frau anwesende Mikado, möchten Sie den gut talentierten und sehr starken Helmut Müller zu Ihrem Mann nehmen? Dann antworten Sie jetzt mit Ja. Ja. Herr Helmut Müller, möchten Sie die so gut aussehende... schlanke und fitte Frau Annabelle Mikado. Vicario. Vicario. Ja, ja, ja. Helmut? Keine Sorge, das sieht sich. Helmut? Der schaut bestimmt nur gerade nach irgendjemandem. Helmut? Nicht, dass er da. Nee. Bleiben Sie hier. Bleiben Sie ruhig stehen. Das ist echt hoch. Oh. Kennen Sie den? Wissen Sie, wer der Mann jetzt gerade hier war? Frau Annabelle? Mein Bruder, der hat doch die Sachen angehabt. Aber der hat sich gar nicht wie Herr Smoker angehört.
Keine Ahnung. Der Helmut der war hat sich doch auch schon. Warum ist der auf einmal so braun? Der ist mal. Nee. Jetzt schon? Vom Helmut. Nee. Ja. Warten Sie mal, Sie aber. Der hat doch was vergessen, Helmut, oder? Wo ist er hin? Der ist am Disconnect. Hört ihr das auch? Herr Carter? Herr Walter? Hallo? Oh. Jo. Alle Kopfweh. Ayumi, grüß dich, wie geht's dir? Jan Götze, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, die du mir mit dem Sub gibst. Dankeschön, Jan Götze. Und der Onkel haut 5 Euro raus. Da bezahlen die Leute 15 Euro für einen Kinoblockbuster. Selber schuld. Das hier ist geiler. Dankeschön für die 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Annabelle? Mhm. Wir sprechen uns noch. Warum? Ist hoffentlich bewusst. Ja, weil du mich komplett. Du bist mich am Verarschen. Ich liebe dich. Halt die Klappe. Helmut. Nee, wir warten jetzt auf den Hinweis. Magst du mich nicht? Red mehr. Nicht mit mir. Soll ich mich ausziehen? Nee, das macht die Sache noch viel schlimmer. Willst du nicht meinen Busen gucken? Dein was? Mein Busen. Ja, sind die nach innen gewachsen, oder? Nur weil man nicht viel hat, heißt das nicht, dass man keine Frau ist. Ja. Da. Helmut, ich habe schon ein bisschen von der Klippe gesprungen, mal. Nee. Nee. Hä? Entschuldigung. Puh. Boah. Boah. Was hast du denn gesüppelt, ey? Whisky. Okay. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ob der Helmut... Herr Helmut Müller. Also die Frau Annabelle hatte schon ja gesagt. Herr Helmut Müller. Ey, warte mal ganz kurz. Du sagst hier gerade selber, dass irgendeiner irgendwas hier boykottiert und du sagst mir, ich soll die jetzt heiraten und einfach nur ja sagen? Was? Nein, 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 nein. Der Herr Smoker hat das aufgeklärt. Die Frau Annabelle hat das aufgeklärt. Wer? Die Frau Annabelle hat das aufgeklärt. Sieht also. Deine Bluse aus. Hier? Ja. Vor den jetzt. Männern? Ja. Ich schäme mich so. Ja, das musst du auch für dein Gesicht. Stehst trotzdem hier. Ich zieh mich hier nicht aus. Das gehört zur Trauung dazu. Machen Sie jetzt, Frau Annabelle. Das ist hier. Das ist Schweinerei. Dann wir drehen uns um. Komm. Jetzt bin ich weg. Nee, wir verstehen uns untereinander alle Bombe. Wirklich, wirklich. Also keine Diskrepanzen oder sonst irgendwas. Also du und Ranzi, super. Super. Wir haben heute noch miteinander WhatsApp-Sprachnachrichten ausgetauscht. Wegen meinem PC hier, ja. Seltsame Hochzeit, ne? Ja. Komisch. President, Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir, President. Die Muffins, Edgerrit, haben beide Spiele gewonnen. Ja, ist ja schön. Freut mich. Wie kann man nur Walter als Pfaffen nehmen? Julian. Loco, na?
Und war Chris heute da? Ja, von 13 Uhr war der Invisible da bis um 5:30, glaube ich. So lange hat er hier hantiert, war. Ach ja. Julone, wie geht's dir? Alles gut? Julone. Jetzt ist Annabelle am Arsch. Was? Armer Toto, ja. L33, wie ist es? Puma-Tasche, na? Ba, ba, ba. Einfach Sud, alles gut, danke schön bei dir. Portugal, na? So. So, Annabelle, mach ihn jetzt, sieh dich aus. Zeig. Warum? Aber nur dir. Ja, ja, wir haben es auch wieder gar jetzt. Nicht gucken. Kann ich gleich, will ich weiß. Du noch, mach das nochmal. Ich hab wenig Brust, das hab ich dir gesagt. Du hast eine Männerbrust. Die ist wie vom Hühnchen trainiert. Was ist denn los? Wie vom Hühnchen. Nee. Was ist denn los? Zieh deine Hose aus. Das ist ein Rock. Was hast du mit mir gemacht? Guck, ich hab noch keine Frau gesehen, die so eine Füße hat, ehrlich. So ekelhafte Hobbit-Mauken. Kann ja nicht jeder so schön gewachsen sein wie du. Hose aus! Ich zieh jetzt die Hose nicht aus! Komm schon! Nicht hingucken, Kater, guck da nicht hin. Du wirst nicht schlafen können. Guck lieber nicht hin. Was hast du eigentlich für Knie? Das sieht aus! Keine Walter, Ahnung! Was kriegst du so? Walter! Oh. Du trägst eine Boxershort unter deinem Rock? Meine Slips sind alle noch nicht gewaschen. Da hab ich eine. Ist doch auch bequem! Ist gut? Okay. Also irgendwas kommt mir hier spanisch vor, Annabelle. Warte mal jetzt, ich drehe mich mal um. Annabelle, sieh mal, was? Ich habe über deine gespuckt. Hat man gesehen, ist es das, was ich vermute, dass es das ist? Ich weiß es nicht. Frau Annabelle, haben Sie sich umoperieren lassen? Waren Sie früher mal ein Mann? Warum? Können wir jetzt mit der Trauung weitermachen, bitte? Ja. Herr Helmut, wie sehen Sie das? Nee. Ja, Frau Annabelle, dann ist das leider hier geplatzt. Da brauchen wir leider mal einen neuen Termin. Ich muss erstmal über die Geschehnisse nachdenken. Was für Geschehnisse? Ja, das Helmut. Alles, was hier passiert ist. Was ist denn passiert? Wir wollten heiraten. Ja, nee, so kann ich nicht. Warum? Weil ich musste erst einer Sache auf den Grund gehen. Ich war extra beim Friseur, Helmut. Was warst du? Beim Friseur. Was hat denn der gemacht? Hat der gesagt, raus hier oder was? Ja. Also anscheinend nicht. Helmut, ich liebe dich doch. Auch Helmut, jetzt geben Sie sich mal einen Ruck hier. Die Frau Annabelle hat hier uns so. Das hat die tagelang hier geplant und. Was hat die? Einen Moment, geplant. Ich hab sogar noch was mitgenommen. Jetzt gucken Sie mal. Frau Annabelle. Ja. Helmut. Hier. Kommen Sie. Was? Die hat rote Haare wie Ihre Nase. Ja, aber Ihre roten Haare kommen nicht vom Saufen.
Kommen Sie jetzt. Helmut. So, das geben Sie jetzt ihr, ja? Was? Für mich? Lass das Ihnen gegeben ab, Helmut. Och, Helmut. Wie ja. schön. Also. Blübchen. Und zack. Ja. Ja, gut. Ich hab den ins Wasser geworfen. Naja, immerhin denkt er an die Natur. Genau. Frau Annabelle, Sie können sie natürlich hinterher springen und die holen, ne? Ja, das macht das. Das ist nämlich ein Spiel. Die Blumen waren für mich. Wenn du die Blumen wieder hochholst, dann heiratet der Helmut dich. Genau. Oder was? Helmut. Was? Gib deinen eisernen Herz doch mal einen Ruck. Ja, habe ich versucht. Danach hatte ich fast nichts. Machen Sie weiter, Herr Walter. Okay. Ich werde jetzt einfach die Frage stellen, Herr Helmut. Und Sie werden dann antworten und das ist dann Gesetz. Also, ich wiederhole nochmal. Denk ans Frau Geld, denk ans Geld, denk Annabelle, ans Geld, denk ans Geld, denk ans Geld. Möchten Sie diesen Herrn Helmut Müller, so wie er hier steht, in seinen Schlappen und seinem Blaumannanzug oder was auch immer, Latzhose, zu Ihrem Mann nehmen? Dann ja. antworten Sie jetzt mit... Alles klar. Ja, ich will. Herr Helmut, möchten Sie die hier anwesende Frau Annabelle Mikado zu ihrer... Wie war das? Ich hatte kurz was im Hals. Ach so. Es fliegen ja. ganz viele Fliegen rum. Frau Annabelle Vicario zu ihrer rechtsmäßigen Frau nehmen, dann antworten Sie mit Ja. Vorübergehend Ja. Es gibt nur Ja oder Nein? Nein. Ja, da waren 35% mehr Ja drin. Dann möchte ich da... Sie können sich jetzt küssen. Okay. Nee. Komm her. Nee, komm, nee. Mein T-Shirt. Nee, geh weg. Komm her. Geh weg. Geh weg. Katja, du musst mitmachen. Lass wir müssen das. Hier sind das Chor. Lass Chor. Das sein. Okay, okay. Helmut, gib mir einen Kuss. Nein. So. So, ich möchte das jetzt sehen hier. Nochmal? Ohne Kuss, keine Hochzeit. Du nee, dumme Schlüssel! Nee, richtig. Richtig, komm, geben Sie jetzt einen Ruck. Umarmen Sie sich mal eh nicht und geben Sie einen Kuss. Das Herr möchten wir jetzt sehen. Komm mal her, mein Schlüssel. Mann! Helmut! Verpiss, was? Komm mal her. Nee, geh weg. Ja, ich denke so, mal, wir ja. haben hier unseren Job getan. Herzlichen Glückwunsch, verheiratet. Hm? Sie sind jetzt beide, welchen Namen nehmen Sie an, Frau, heißen Sie jetzt vom Annabelle Helmut, Müller? Ja. Okay, Frau Müller. Ja? Frau Müller. Sie sind schwanger von Herrn Müller, haben Sie gesagt, richtig? Was? Ich? Was bist du? Wir haben gar nicht gefickt. Und wieso ist diese schon schwanger? Weil da sind andere an... Oh, jetzt ist... Sollen wir direkt die Scheidung mit übernehmen, oder? Ja, bitte, ich lass mich scheiden. Helmut. So. Ja, warte, du hast nicht gesagt, wie lange wir jetzt verheiratet sind. Du hast mich in der U-Bahn genommen. Schönen guten Tag, wir... Ach du Scheiße. Das hat er wirklich von hinten. U-Bahn. In der U-Bahn? Da, wo ich meinen von Rock hinten. Ausziehen sollte. Helmut! Warte. Hab ich nicht gemacht. Hast du wohl. Nee. Das war richtig, richtig schön, Helmut. Boah, wie haarig das gewesen sein muss, man. Katja, wir müssen hier weg, ey. Das ist ja schön mal Guantanamo. Ups, schön. Ja. Gucken Sie. Mal kurz eine Info für Sie beide, ja? Mhm. Ich bin jahrelang oder schon Ewigkeiten Cop. Ich habe wirklich alles gesehen. Leichen, Gangster. Nicht so gern Gangster, möchte gern Gangster, Idioten-Gangster, alles gesehen. Die ist schlimmer, Stadt. Oder? Aber was ich heute hier erlebt habe, glauben Sie mir, das ist schlimmer, als wenn man eine Leiche mit Chemikalien auflöst. Mhm. Oh, scheiße, Mann. Krieg ich auch eine Zigarre, Helmut? Halt die Klappe, nein. So, wo geht's denn hin zu den Flitterwochen? Wohin fährst du mich? Anwaltskanzlei. Ich dachte, ihr Fahrer. Okay. Hiermit sind Sie dann getraut. Mhm. Frau Müller, Herr Müller. Ja. Leben Sie gut und rufen Sie mich nie wieder an. Einen Moment, okay. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ach so, ja, stimmt, das gehört ja dazu.
Lange schön, lebe die, ne? Müllers. Schön. Leben Sie lange und in Frieden. Die Müllers. Das muss auch sein. Man kann mir so, die Magazine ziehe ich Ihnen von den Rechnungen ab. Ja. Was für eine Rechnung? Keine, ja. Egal. Also wir werden, der Staat Los Santos wird sich bei Ihnen melden, Frau Annabelle. Wir haben das jetzt mal mit Gesang und mit... hier beim Helmut. Mit Vorträgen und alles sind wir bei $34,000.22. Ja, Helmut. Sollte die Summe innerhalb der nächsten 24 Stunden nicht eingehen... Dann lassen Sie mich scheiden! Dann wird Frau Annabelle... tot aufgefunden. Ewig an Herrn Müller gebunden. Okay. Warum sind Sie so? Nein, jetzt mal wirklich. Dankeschön. Frau Annabelle. Okay, Frau war ein schöner Tag. Frau Annabelle, wenn Sie mir die Summe, die $34,000.32 innerhalb von 3 Stunden nicht bezahlen, dann werde ich Ihr Fahrzeug finden müssen. Ich habe gar kein Auto. Ja, ich finde schon eins. So. Herr Kater, wir machen uns auf den Weg, oder? Wir haben ja alles gut geteilt. Ich meine, gucken, wenn Sie sich jetzt hier gegenseitig noch ein bisschen was knallen, ja, Sie haben einen schönen Ausblick auf den Leuchtturm, vielleicht steht der Kollege unten auch mal wieder wie ein Leuchtturm, vielleicht sind auch gleich 2 Leuchttürme hier, ich habe keine Ahnung. Aber... das funktioniert nicht, ich habe schon versucht zu zelten. Ach Gottes Willen. Vielleicht kommt auch der thailändische Smoker gleich wieder. Du meinst der Spanische, so grün wird... Oder der Spanische, so braun wieder war. Ja, oder der kommt irgendwie aus Deutschland, Köln. Ich habe keine Ahnung. Naja, machen wir uns auf den Weg. Okay. Schönen Abend noch, dir, Herr Schäfer. Tschüss. Schönen Abend. Helmut. Kein Wort. Muss erst was trinken. Mhm. Bitte? Warum haben Sie das Telefon von Herrn Smoker? Weiß ich nicht. Das lag heute Morgen am Küchentisch. Okay. Helmut? Ja? Hier? Was? Baby! Kannst du mir am Arsch lecken? Das magst du? Bah, du bist eine Sau, Helmut! Ja, aber erst wenn ich im Sand gesessen habe. Ja, du musst ja auch schön knirschen. Nee, jetzt mal ernsthaft, Helmut. Ich will ein Kind. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann such dir doch mal einen Mann. Du bist mein Mann jetzt. Wer sagt das denn? Das Gesetz. Ach so, ist das so? Mhm. Annabelle Müller. Nee. Doch. Ich habe weder was unterschrieben, noch wurde gesagt, hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau, noch haben wir uns Ringe angesteckt. Aufgefallen? Nicht? Tja, selber schuld. Ich gehe nach Hause. Und sag deinem Bruder, danke für die Kohle. Ach so, und falls damit nicht da klarkommst, da ist eine Klippe. Tschüss. Och, Herr. Och, Herr, oder? Och, Herr. Jack Sauce, danke schön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr lieb von dir. Und 420, willkommen im 7. Monat. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen Dank. Der Helmut sagt, das ist nicht gültig. Was denn? Die Ehe. Er hat nichts unterschrieben, sagt er. Ach, die Papiere, die hat der Walter noch. Stimmt. Da müssen wir kurz warten. Der Walter hat gerade Probleme. Mhm. Stimmt, ihr Vertrag, richtig. Und Dabel. Wie kann Walter das so vergessen? Haut ein Subgeschenk raus. Dankeschön. Und das geht raus an Puma Tasche. Herzlich willkommen. Dankeschön, Dabel. Und Biox ist im 3. Dankeschön, Biox, für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Teach ist im 13. Teach, vielen Dank für 13 Monate, mein Freund. Dankeschön. Vaping ist im 3. Vaping, Fufu. Vielen Dank, mein Freund. Dankeschön. Wufu. Und Germania-Krieger ist im 7. Monat. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ja Kinders. Aber die sind doch fies, oder? Jetzt mal ehrlich, so kannst du ja nicht mit der Frau umgehen. Die sind bekloppt.
Opa Helmut. Arschloch. Helmut. Bist schon gesprungen? Oh. Mm-mm. Du sollst nach hier kommen, Papiere schreiben. Ja, geht nicht. Der Herr Walter sagt, er sucht ihn, was kommst du ins Gefängnis? Okay, das ja, ja. Ehebetrug. Ja, was? Wen? Komm zurück. Hallo? Oh Gott, ich bin schon so weit gelaufen. Kannst du das nochmal wiederholen, was ich machen soll? Du sollst hierher kommen und unterschreiben. Ich soll wohin unterscheißen? Helmut, komm! Der kommt jetzt. Okay, gut. Chili, nochmal vielen Dank für 9 Monate. Dankeschön, Chili, Vögelchen. Die Einspieler sind im 2. Monat. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön für den Support, den du mir mit dem Resub gibst. Dankeschön. Was ist mit Tante, weiß ich was? Was? Mit Tante? Wer ist Tante? Tante Lizzie. Was ihr wird? Flöten Willi, na? Ja, einigermaßen war. Einigermaßen. Bouncer, alles klar? Servus Gerrit. Guli Babner. Armer Zocker. Alles jod bei dich? Armer Zocker. Herr Löwe ist auch da. Helmut, der Heiratsschwindler. Ja, so sieht es aus, ne? So sieht es aus. Helmut. Nick Davids. Oder? Wo ist der Helmut? Der ist weggelaufen. Der muss doch noch die Papiere unterschreiben. Ey, du hast den Vertrag vergessen, ne? Weißt schon. Oh, ein Vertrag. Ja, er wird nachgereicht. Wenn das Geld eingereicht wird, kommt der Vertrag. Mhm. So viel Geld hat der Helmut gar nicht. Aber ihr Bruder. So, Frau Annabelle, haben Sie... Kater, kannst du irgendwie gucken, dass du einen Kollegen beständigt, der uns hier abholt? Mich ja. Auch. Herr Walter... Ja. Liebt er mich wirklich? Der ich Helmut? Glaube schon. Ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon. Hast du eine Freundin? Ja. Mhm. Warum suchst du jetzt jemand anderes? Mhm. Hm. Wie heißt die denn? Jacqueline. Nicht Gretchen? Nee. Mhm. Kommst du denn auf Gretchen? Gretchen Faust. Ach so. Und wir nehmen an dich. Spuck Harry? Spuck Harry? Ja, ich frag ja nur. Kannst du Helmut mal anrufen? Was macht eigentlich das Galaxy, Annabelle? Weiß ich nicht. Ja? Ich soll Helmut mal anrufen und dann? Dass der wieder zurückkommt. Herr Müller, wo sind Sie denn jetzt hin? Wo sind Sie denn jetzt hin? Nee, wo sind Sie denn jetzt hingelaufen? Herr Müller, jetzt hören Sie auf mit dem Mätzchen. Wo sind Sie? Ja, die andere Welt steht jetzt hier. Danach, wie ist es? Können Sie das nicht machen? Wir sind vom Staat, wir dürfen sowas nicht. Also. Hat keiner gehört. Oh Mist, wenn das FAB, Mann. Nee, ich hab mich gesagt. Ich wünsche Ihnen was, Herr Müller, ne? Die steht hier, wenn Sie die abholen wollen. Wir sind leider ein Sammeltaxi. Was? Okay, dann soll die hier warten, ja? Okay, alles klar, dann gebe ich das so weiter.
Okay, mach ich nicht. Okay, bis später. Also, Annabelle, der Herr Müller kommt gleich vorbei und holt sie ab. Okay. Ja? Wie lange dauert das? Warum? Nur so. Hast du jemanden erreichen können, Kater? Ja, die Herr Kessel, also Kessel holt uns ab. Sind wir jetzt verheiratet, Helmut und ich? Soweit ich das beurteilen kann, ja. War schön. Ja, war toll, oder? Aber wer war denn der Herr Smoke? Also wer? Hast du da einen engagiert? Wen habe ich beschmiert? Den Helmut. Heute Morgen. Vorm Aufstehen. Oh, Mann. Womit? Nee, komm. Nee, ich will es gar nicht wissen. Fahr ich mit euch? Nee, der Helmut holt dich ab. Okay. Och, Annabelle, Kopf hoch. Was bedrückt dich denn so? Nix. Du klingst so traurig. Weil der Helmut einfach weggefahren ist. Also der Helmut meinte, der ist kurz die Schüssel für das Haus holen, was da steht, weil das soll euch gehören. Hat er das gekauft? Ich glaube schon. Das sollte ein Überraschungsgeschenk für die Hochzeit sein. Wie schön. Ja. Toll. Oder? Dann geh dir das doch mal angucken. Okay. Wir sind hier. Gleich, wenn ich mich umdrehe, sind sie nicht mehr da. Preis 0? Was? Ach so, okay. Schöne Hütte, ne? Ja. Annabelle, wir müssen los. Kommen Sie. Ah ne, da kommt der Helmut doch. Warum kommt der Helmut mit zwei Autos? Steigen Sie mal ein. Beim Helmut? Was denn? Oder? Fahren Sie mal dahin, bitte. Ach, hä? Fahren Sie nur dran vorbei. Nur dran vorbei. Ist das Helmut? Sei mal kurz ruhig. Wobei, die sind weg, ne? Was ist denn? Hier waren gerade mehrere grüne Autos. Die sind hier hingefahren, ja! Okay. Haben Sie das gesehen, Kessel? Ja, habe ich. Was ist hier? Fahren Sie weiter. Warten Sie. Ich habe eine Idee, was hier ist. Hier ist Hasch. Kann das sein, dass die Lieferung hier hinkommt? Da vorne sind die, gucken, sehen Sie? Wo? Da, fahren Sie geradeaus. Die klettern den Berg hoch. Lassen Sie mich hier raus, und Kater. Da stehen Autos. Willst du jetzt raus? Warten Sie.
der Serverwechsel auf Raid, ja, Snake. Bouncer, dankeschön für 11 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Hallo. Hallo. Stehst du da am Leuchtturm? Ich bin im Polizeiauto am Leuchtturm. Die sind noch da? Mhm. Hier sind komische Menschen. Wie meinst du das? Weiß ich nicht. Herr Walter, wer sind die? Warten Sie mal, Frau Annabelle. Wir sollen warten. Wir sind den Weg durchgefahren vom Leuchtturm aus. Okay. Komm. Ja, ja. Charlotte, schlaf gut. Dankeschön. Mythos, mein Freund. Karte, wollen wir uns das mal angucken gehen? Oh, warte, Telefon. Hallo? Moment. Ich würde das Licht ausmachen, oder? Mythos, dankeschön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Machen Sie das Licht doch aus. Ja, das habe ich gar noch. Da vorne sind irgendwie so komische Männer. Wo vorne? Da 100 Meter vor uns am Felsen, da ist ein Auto. Ja, und was machen die da? Weiß ich nicht. Die Polizei guckt da jetzt. Wollen die beobachten? Wegen Lieferung irgendwas. Okay. Fahr mal hin. Hier steht ein Auto. Hier ist ein Auto. Da oben stehen die. Wo die Zelte sind. Alles gut. Wo fährst du hin? Komme ich niemals hin. Da hinten sind die doch. Ja, aber soll ich denn jetzt da hinfahren? Wo willst du denn hin? Warte, ich muss telefonieren. Hör mal, hier ist Helmut. Seid ihr gerade unten am Leuchtturm? Sag ja oder nein, das ist wichtig. Ja, dann nicht. Tschö. Wer war das? Ach, das war einer von den Grünen. Aber wenn der so doof ist und mir nicht antwortet, helfe ich ihm auch nicht. Mhm. Helmut, danke schön. Wofür? Für das Haus hier. Für das... Das Haus? Du bist ein Schatz. Hat der Walter mir gesagt, das hast du mir zur Hochzeit geschenkt. Und wer hat das bezahlt? Du. Von deinen Ersparnissen. Komm mit, wir müssen zur Bank. Polizei. SG1 Verstärkung bei der Überfahrt der Brücke zum Leuchtturm.
Entschuldigung, warum fahren Sie uns rein, junger Mann? Moment mal, ich bin rechts gefahren, Sie sind mir mitten auf der Straße entgegengekommen. Was, bin ich Ihnen mitten auf der Straße entgegengekommen? Ja, natürlich. Sind, ist ja gar nicht, das kann ich bezeugen. Sie sind rechts gefahren? Achso, deswegen sind Ihre Bremsspuren auf der linken Seite und meine auf der komplett rechten, richtig? Hm, wenn ich hier nach hinten gedrückt wurde von Ihnen. Wie haben Sie denn Ihre Marke bekommen? Guck mal die Bremsspuren von uns da hinten. Komm, wir haben ein neues Auto, Helmut. Nee, komm, wir verpissen uns jetzt hier. Okay, steig ein. Helm. Also. Zeigen Sie mir bitte mal einmal Ihren Personalausweis. Die Dame. Bitte? Die Dame, bitte einmal aussteigen. Ich muss sitzen, ich bin schwanger. Sie sind schwanger, aha. Oh, Helmut, das Kind kommt, glaube ich. Ah, das tut so weh. Helmut. Das Baby kommt, fahr ins Krankenhaus. Du bist krank? Oh ja, okay. Helmut. Hallo, Baby. Oh, Moment, Telefon. Hallo. Ja? Ja, klar, es ist bei mir im Wagen. Hä? Ich fahr grad Auto, du Spacko! Was bin ich? Ja, wie soll ich zurückkommen? Ich bin schon auf dem Highway. Ich habe Annabelle bei mir, ja. Ja, tschüss. Wer war das? Das war der Weiß, der sagt, ich bin maskiert oder. Aber was ist denn hier los? Hä? Ja, ich keine Ahnung. Die wollen dir was anhängen. Ja, ich glaube auch, die Wichser. Sag mal, ich bin immer auf deiner Seite. Sind wir jetzt gerade echt vor den Bullen entkommen oder was? Mhm, wir sind gut, ne? Wahnsinn. So, Moment. Ein richtiges Gangster-Pirschen. Ich hab Telefon. Hallo? Frau Annabelle, ich habe noch ein Hochzeitsgeschenk im Namen des LSPD für Sie. Ich bin beim Helmut im Auto. Ja, ist ja okay, für euch beide. Auf, die Bullen wollen euch wahrscheinlich filzen oder so. Die sind ja gerade mit einer kompletten Armada. Ich habe gerade einen Unfall mit einem der Wagen. Eben übergeben am Stadtpark. Ich bin aber abgehauen. Kurz, da sind wir gerade, weil wir müssen sowieso unser Auto abholen. Und wir haben das im Koffer, aber deswegen haben wir das Auto mitgebracht. Im Stadtpark? Ja, da auf dem Parkplatz, wo wir uns dahin getroffen haben, ganz am Anfang. Okay, sage ich ihm. Bis. Bis gleich. Tschö. Helmut. Ja? Der Herr Walter möchte uns ein Geschenk geben im Namen des LSPDs am Stadtpark hinter der Bank am Parkplatz jetzt. Du hast gerade gesagt, du bist schwanger und musst ins Krankenhaus. Und jetzt sollen wir zum Das Dings war doch fahren, nur, um dich zu schützen. Ja, ach was, das ist mir auch bewusst. Aber das war trotzdem eine fucking Lüge. Komm, lass uns irgendwas machen, Helmut. Ja, lass uns irgendwas machen, lass uns irgendwas machen. Wir müssen die Karre loswerden. Nee, eigentlich nicht. Komm, wir knacken ein Geschäft. Was? Helmut, komm! Lass uns schlimme Sachen machen. Wieso soll ich das mit dir machen? Weil ich dich liebe. Halt doch mal jetzt die Fresse mit deiner Scheißliebe! Tut sie nicht. Tu ich wohl. Mädchen. Ich will eine Knarre. So eine Verfassung. Ich hab eine Knarre, siehst du die? Und ich will auch eine. Hör auf jetzt damit! Oh, fuck. Was willst du auch eine Knarre? Pistole. Wieso? Zum Wofür? Schießen. Ja, aber du kannst du denn schießen? Es ergibt keinen Sinn, merkst du es selbst? Oh, Annabelle? Okay. Was will denn der Weiße jetzt von uns verficken? Ein Geschenk geben. Aber der war doch eben noch am Leuchtturm gerade. Ja eben, das ist ganz komisch. Wo soll der denn jetzt ein Geschenk her gehabt haben? Oh, Bock vor uns. Tanze! Setz dich mal fest. Tanze, mein Schatz.
Das sind die 10% von der letzten Runtime-Bestellung. Danke für die tolle Unterhaltung, mein König. Banse, danke schön für 5,48 €. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wer hat Geburtstag, Sarah? Nee, Sarah, hast du Geburtstag? So, ich fahr mal kurz hin, weil hier steht noch ein anderer Wagen, ja? Annabelle? Mhm. Okay, ja. Sarah. Ja. Ich versuch mal, ob ich hier einparken kann. Sarah. Geh du schon mal zum Pickup. Wohin? Zum Pickup. Ja, dann alles, alles Gute zum Geburtstag, Sarah. Alles erdenklich Gute. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Sarah. Happy Birthday to you. Alles, alles Gute zum Geburtstag, Sarah. Haut mal Liebe raus. Aua! Du solltest dich festhalten! Au! Fahr los! Fahr! Ja, okay. Alles, alles Gute. Und, Klicksti, spricht das richtig aus? Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support, den du mir mit diesem Sub gibst. Dankeschön, sehr lieb von dir. Und Hiuk, dankeschön für 3 Monate. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Wieso werde ich gesucht? Keine Ahnung, komm mal mit. Ihr beide. Hä? Wir werden gesucht. Wir sind die ganze Zeit hier im Park gewesen. Wieso werden wir gesucht? So, die Damen und der Herr. Ja, bitte. Sie sind ja eben ein bisschen plötzlich weggefahren. Waren ja, sie hat gesagt, die muss ins Krankenhaus, weil ihr Baby kommt. Und dann auf einmal doch nicht mehr. War eine sehr schnelle Geburt, würde ich sagen. Ja, gar keine war das. Weil sie haben, als sie losgefahren sind, einen meiner Kollegen überfahren. Weil, wie, hä, wie das denn? Na, ihr Auto, Kollege stand schräg vorne davor und sie haben beschleunigt. Was stellt denn sich auf meinen Wagen? Haben wir nicht gemerkt. Mhm. Nee. Sie wissen schon, dass das eine Polizeikontrolle war. Sie können dann einfach losfahren. Das war ein Unfall. Was für eine Polizeikontrolle? Sie sind auf meine Spur gefahren. Ich bin ihnen vorne reingefahren. Seien Sie froh, dass ich sie nicht anzeige. Trotzdem hätte ich von dem Herrn jetzt gerne einmal den Personalausweis. Ja, erst eine Cola. Helmut, mach, was der Mann sagt. Ich weiß nicht, warum ich dir meinen scheiß Ausweis geben soll, wenn der nicht fahren kann. Ich auch nicht. Das ist... Das ist doch scheiße. Der ist wirklich, Herr Walter, der ist wirklich auf unserer Seite gefahren. Jetzt bitte einmal den Personalausweis. Ja, okay. Fakt ist, Sie haben meinen Kollegen verletzt. Das ja, ich habe auch noch ein Pflaster. Ich muss noch Pipi. Oh, bitteschön. Hallo? Oh, der Erstmorgen ist immer noch nicht erreichbar. So 10 Minuten oder so. Okay, dann versuche ich später. Dankeschön. Tschüss. Oh ja, okay, dann zeige ich dir. Bitte. Alles klar. Sind Sie mit einem Alkoholtest einverstanden? Nein. Der hat nichts getrunken. Ich habe aber den Verdacht. Aufgrund daher, dass sie einfach aus einer Kontrolle abgehauen sind. Sie haben mir nicht gesagt, dass ich da zu bleiben habe. Erstens. Zweitens haben sie mir nicht gesagt, dass das eine Kontrolle ist. Drittens sind sie wie eine besenkte Kacksau auf meine Spur gefahren und sind mir komplett vorne in eine Karre reingefahren. Das stimmt. Ich habe ihnen gesagt, stehen bleiben, ich will ihren Ausweis sehen, das ist eine Kontrolle. Daraufhin ist erst die Dame ins Auto, hat gerufen, sie sind hinterher und abgehauen. Mein Kollege hat sich noch vor das Auto gestellt, um sie aufzuhalten, den haben sie dann erwischt. Aha, okay. So, wenn Sie das sagen, dann wird das bestimmt stimmen, weil Sie sind ja Polizist und nicht nur so ein armer kleiner Bauer. Richtig? Also sind Sie mit einem Alkoholtest einverstanden? Nö. Dann muss ich Sie leider mitnehmen. Okay, dann machen wir einen Test. Okay.
Moment, ich hol mal das Gerät. Ich komme sofort wieder. Herr Walter! Nee, ich muss kurz. Was können ist? Sie das nicht regeln? Nein. Ich komme sofort wieder, ich kläre das. Dann bitte einmal kurz zur Seite gehen, dann spreche ich noch mit der Dame. Nee, ich bezichtige Sie der Lüge. Können Sie gerne machen. Was? Können Sie gerne machen, müssen Sie dann mit einem Anwalt klären. Gut, und was ist mit dem Schaden an meinem Wagen? Wer bezahlt das? Wir haben kein Geld. Genau. Das klären wir alles im Nachgang. So, die Dame, bitte einmal ein paar Schritte mitkommen. Warum? Der will ja einen Ausweis sehen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Die Dame. Kommen Sie bitte einmal mit. Ich will beim Helmut bleiben. Ja, ich komme mit dir, kein Problem. Dann zeigen Sie mir bitte einmal Ihren Ausweis. Den hatte ich eben in der Hand. Der muss mir runtergefallen sein, wo wir so schnell ins Auto sind. Haben Sie einen Führerschein dabei? Irgendein Ausweisdokument? Ich kann kein Auto fahren, nee. Tut mir leid, aber... Sie wissen, dass wenn Sie sich schnell ausweisen können, muss ich Sie mitnehmen, bis Sie sich ausweisen können. Die Dame. Da steht ein Auto. Der Herr, hier steht ein Auto. Anzeige. Hier. Bitte? Oh, Wagen, hier bitte wieder wegfahren. Da steht ein Polizeiwagen. Oh, okay. Entschuldigung. Kein Problem. Na, alles gut, fahren Sie am besten zurück. Genau. Die Dame, bleiben Sie bitte stehen. Ich wollte doch nur gucken, ob der hier drin ist. Alles klar, dann gucken Sie mal nach. Ja. Hä? So. Das wollte ich nicht. Nein. Ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Auf die Seite. Entschuldigung. Auf die Seite. Auf dem Seitenstreifen, nicht auf der Straße. Das wollte ich nicht. Letzte Chance. Ihren Ausweis bitte. Hab ich nicht bei. Oder der Herr Walter hat den noch. Wir haben eben geheiratet. 99 für die 92 kommen. Wo ist der Helmut? 99 für die 92 bitte kommen. Komm mal bitte rüber. Wem gehört denn das Fahrzeug, mit dem Sie gerade gefahren sind? Dem Helmut gehört das, okay. Alles klar. Die Dame einmal einpacken, kann sich nicht ausweisen und hat mich gerade noch angefahren. Und der Helmut einpacken, hat hier einen Atemzeichen. Was heißt einpacken? Das heißt, dass Sie uns jetzt begleiten müssen. Wohin? Ins das LSPD. Helmut. Ja, Schatz. Bist du entkommen? Er soll bitte herkommen. Nee. Scheiße, wo bist du denn? Ich stehe hier mit der Polizei, die wollen mach einpacken. Das mit, Moment mal bitte. Mach das mit. Wir wollen die einpacken. Du sollst nach hier kommen. Ja, weiß, komm doch bitte in Fluss. Wieso? Ich war doch fertig. Ich check hier nichts mehr. Keine Ahnung. So. Ja. Wo bist du? Ja, ich auf der Flucht, würde ich dann mal sagen. Ne? Was? Oh, ist jetzt am Heulen oder was? Ach, komm ey. Wo hast du eigentlich deinen scheiß Ausweis? Verloren. Ach ja, okay. Helmut, ich liebe dich, falls wir uns nicht mehr sehen. Ja, okay. Danke. Bis später. Ja.
Sorry, Dame. Mhm. Da Sie sich nicht ausweisen können, sind Sie hiermit vorläufig festgenommen. Warum? Weil wir hier eine Ausweispflicht im Staat haben und wenn Sie das nicht können, müssen wir Sie mitnehmen, bis Sie sich ausweisen können. Darf ich meinen Mann mal anrufen, bitte? Gleich. Sie haben das Recht jetzt auf einen Anwalt und Sie haben das Recht zu schweigen. Geht so oder muss ich Ihnen Handschellen anlegen? Was geht so? Kommen Sie so mit, kooperativ, oder muss ich Ihnen Warum Handschellen nehmen anlegen? Sie mich jetzt fest? Weil Sie sich nicht ausweisen können. Wo steht das? Strafgesetzbuch. Welcher Paragraph? Kann ich Ihnen gleich raussuchen. Jetzt. Nee, muss ich nicht. Kann Natürlich, nicht. Sie müssen mir doch sagen, wo das steht. Sie können doch jetzt das sagen. Rote Haare sind verboten, das dürfen Sie nicht. Mhm. Können Sie dann mit Ihrem Anwalt klären. Mhm. Kommen Sie bitte mit einmal zum Streifenwagen. Zu welchem? Der hinter Ihnen. Da sind zwei. Am besten den weißen, Sheriff. Am besten den Sheriffwagen, den weißen, ja. Einmal mitkommen. Der andere weiter rechts. Alter, bin ich jetzt echt entkommen? Oh, yes! Yes! Ja, normalerweise kommt das FIB dann noch oder so. Und nimmt die Fingerabdrücke und dann können die ja genau sagen, wer du bist, ne? Oh. Warum läuft die jetzt so doof? Warum läuft die jetzt so doof? Annabelle, was los? Guck mal, die läuft ja wie Quasimodo. Mädchen, was ist mit dir verkehrt, Junge? Was zappelt die so mit dem Arm? Oh, wir haben es geschafft. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt, wa? Gib mir ein Telefon. Was ist denn hier los? Warum kein Telefon? Was ist denn jetzt los? Dicke Luft oder was? Mich am Arsch, ey. Mamba, Vögelchen, was überlesen. Dankeschön für den Euro. Vielen, vielen Dank. Danke, Mamba. Badaboom. Handschellen drum? Nee. Ich habe keine Handschellen angekriegt. Nein. Hat mir kein Telefon mit. Nein. Ich sollte ja nur in den Wagen einsteigen. Mm-mm.
keine Ahnung. Ich kann mich auch nicht entmuten gerade. Ba 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 ba. Ich komme auch nicht im Inventar drauf. Warte mal, ich disconnecte mal und connecte wieder. Disconnect. Disconnected, okay. Warte, wir starten mal komplett neu. Gott. Yen Yen, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Badabum, wie geht's dir? Alles gut? Dat Badabum. Dass wir ja Serverprobleme haben. Testsieger, grüß dich. Seetag, schlaf gut. Lebt jetzt echt Annabelle mit dem Helmut im Untergrund? Ach du Scheiße. Ja, soweit gut, mein Guter. Und dir auch gut. Dankeschön. Danke der Nachfrage. Only Christna. Stell dir mal vor, wir müssen jetzt echt im Untergrund leben. Oh Gott. Lasse Bluten, wie geht's dir? Loco Andina. Ach ja. Kinders, dankeschön für Loot. Vielen Dank an den Sven. Dankeschön. Oh, ein Häschen, vielen Dank fürs Looten. Knorbelix, Hotzeplums, Supreme, Marvin, Weißweinschwein, Joker, Rossi. Vielen, vielen Dank, Freunde, für den Loot. Dankeschön für den Support. Danke. Ausrufezeichen Loot können der Gerrit was Gutes tun und kostet kein Geld. Ach ja. Gerrit, wie war die Hochzeit? Romantisch. Sarari, wie geht's dir? Oh, guck mal, wir haben eine neue Sub. Mr. Marsilias oder Marcilias? Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Dankeschön. Vielen Dank für den Sub. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb. Mr. Marcilias. Kommt auf YouTube? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne, Server ist weg. Server hat Problemchen. Ja, sehr romantisch mit dem Feel-Fail-RP von den Anwesenden. Aber Kinders, es ist ein Spiel. Ne? Das muss man sich auch... Klar, ich reg mich auch manchmal auf über die ein andere Sache. Auch ich mache ja auch Fehler. Auch wenn sie manchmal gar nicht auffallen und mir im Nachhinein dann nur bewusst wird. Oh, hat keiner gemerkt, zum Glück. aber es ist ein Spiel. Ne? Und Spiel soll immer Spaß machen. Klar soll man manche Sachen soll man nicht machen, darf man nicht machen. Aber, ne, ja. Ach ja, so, probieren wir noch eins. Wie ist das denn bei den anderen? Ist das auch so? Ranzi. Ranzi auch so. Heideltraut? Ich glaube, bei ihm geht aber gar nichts. Bei ihm geht aber gar nichts, oder? Oder sagt er irgendwas ins Spiel? Also trotzdem danke an alle, die das hier so immer noch cool finden und die nett und lieb sind, sozusagen, ja. Oh, was ist da wieder los? Ärger? Ärger im Revier oder was? Ich hoffe, dass derjenige, der die PS4 auch wirklich gewinnt, damit glücklich ist. Definitiv sollte man nur Mods nehmen, denen man vertrauen kann. Das ist aber lustig, ne? Soll der Smoker verhaftet werden, der Server geht down. Ja,
Rainer! Ja. Flyby, dankeschön für 2 Monate. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Vielen Dank. Ach ja, Gott, ey. Ja, das kann sein, dass ein Stück zurückgesetzt wird. Kann sein. Aber an der Frau war ich ja vorbei, ne? Server immer noch down. Scheiße. Ja, hat eine PS4 losen wollen, dann haben sie sich welche beschwert, dass er noch nicht gemacht hat. Echt? Och, Herr Arm. Ja, das weiß ich, dass er eine verlosen wollte oder hat oder so. Jo, ist auch egal. Gerrit, du wachst gleich im Knast auf. Was? Ich muss mal Discord lesen, ob da irgendwelche Problemchen sind. Warte mal. Ja. Heidi hat dich lieb, Gerrit, das weiß ich. Ich ja auch. So, lass mal gucken. 21 neue Nachrichten. Heiland, wo kommen die denn jetzt alle her? Wieso habe ich jetzt 21 neue Nachrichten? Ach so, ich habe 12-mal einen Twitch-Feed wegen heute wegen dem Testen. Ach so, okay. Chola, dankeschön für 9 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr lieb von dir. Chola. Und das Schwatte ist im 13. Dankeschön. Vielen Dank, Schwatte. Wie ist es? Alles gut bei dich? Das Schwatte. Oh, guck mal, Flyby haut ein Sub-Geschenk raus. Das ist ja lieb. Vielen Dank dafür. Und das geht an Feuerwehr 44. Dankeschön, Flyby. Vielen, vielen Dank. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, Jesus, Maria und Josef, bitte. Bitte. Kasama, Jud, und bei dich? Bitte. Gerrit geht? Okay. Puh. Oh yes, puh. Helmut. Silent, was soll denn das Zeug an der Mittag? Was meinst du, Silent? Die ganzen Tests oder was? Ja, weil das nicht richtig funktioniert. Ich muss mal nachher, bevor... Alter Etwas, na, wie ist es? Hast du einen schönen Sonntag? Wir müssen mal nachher... Ja, hallo. Hallo, Herr Smoker. Schön, dass ich Sie endlich erreiche. Hallo, Tokio. Ja, ich wollte mal mit Ihnen sprechen über den Club. Ja. Könnten wir uns da mal treffen für? Das wäre besser, wenn wir das von Angesicht zu Angesicht besprechen oder so. Das wird heute schlecht. Was möchten Sie denn? Ich würde gerne darüber sprechen, ob Sie nicht vielleicht vorhaben, den Club abzugeben, da der es so lange Zeit nicht geöffnet hat und das letzte Mal
Da hatten sie auch keine Zeit dafür. Ja, hast du den Cash in der Tasche, Tokio? Das lässt sich regeln, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich hatte das eh vor, weil ich von der Firma, da wo ich die Musikanlage bestellt habe, immer noch nichts bekommen habe. Oh. Ja. Okay. Ja. Tokio. Ja. Warte. Ha? Am Mittwoch. Hast du wirklich Interesse? Ja. Okay, dann Mittwoch so um 21 Uhr. Dann kannst du von mir aus den Puff haben, wenn du Geld hast. Ja, wie viel wollen wir am Mittwoch dann darüber verhandeln, oder? Würde ich sagen. Okay. Ja? Dann schon mal eine grobe Preisvorstellung, damit ich da schon mal Sachen in die Wege leiten kann. Ja, leiten mal was viel in die Wege. Ja. Tokio, wir machen okay. Das schon. Gut, dann Mittwoch, 21 Uhr. Ja. Okay, danke für den Anruf, ne? Gut, ich bedanke mich. Tschö. Tschö. So. Ja, alles gut, Alter, etwas. Was verkaufen? Ja, klar. Ich laufe nicht 3 Jahre hinterher, klar. Logisch. Ja, warte mal, komme ich hier nicht raus? Ach, hier ist er doch mit Helmut, ne? Wo der mir das Kind gemacht hat. Ich will mir gerade überlegen, wann ich das auffliegen lassen soll, wa? Hallo. Wo bist du? In der U-Bahn. Hast du dich versteckt? Mhm. Ja, die ganzen Bullen, die stehen immer noch am Stadtbahn. Helmut! Ja. Die suchen uns. Ja, scheiße. Ja, Kommst du mich holen? Ja, in welcher verfickten U-Bahn steckst du denn? Wo du mir das Baby gemacht hast. Du kleine dumme Sau, ich lass dich da unten versauern, wenn du das noch einmal sagst, du Miststück, ich tritt dich vor den Zug. Wo die großen Treppen sind, weißt du das noch? Ich weiß da, wo die kleinen ich weiß da, wo wir rein, wo mein Auto festhängt. Mhm. Ja, ja, ist das? Mhm. Okay, ich komm. Ich warte hier unten. Tschö. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt werden wir von der Polizei gesucht. Ich werd bekloppt, wa? Bonnie und Clyde, Helmut und Annabelle. Leck mich am Arsch. Mal angenommen, du würdest dich outen. Was würde dann passieren? Gar nichts. Gar nichts. Jeder weiß das doch. Lalilu, grüß dich, wie geht's dir? Aua. Noch zu der Zeit für Pillen. Für Smoker, ja. Schon lange. Wie bist du überhaupt auf Annabelle gekommen? Das war durch einen Polizisten. Das war, glaube ich, irgendeine Kontrolle war das, ne? Und da hatte ich der wollte irgendwas von mir, der Polizist. Und da war ich als Smoker unterwegs, ganz normal. Und ich sagte irgendwie, ich bin Spion oder Agent oder sowas, ne? Ja, dann müssen Sie sich eine bessere Tarnung zulegen, Herr Smoker. Und irgendwie bin ich dann auf Annabelle gekommen, keine Ahnung, oder? Über Spion-Tarnung auf Annabelle irgendwie.
Helmut! Ja, wo bist du? Ich stehe hier oben. Wo oben? Ja, hier, wo die Treppen sind. Ja, ich bin unten. Hä? Warte. Ich sehe dich nicht. Ich bin ganz unten, da, wo ich versucht habe, dich von der Rüstung zu schmeißen. Was du ja als Sex angesehen hast. Bleib dran. Ja. Oh, die haben dich gemalt hier. Was haben die dich? Gemalt. Ich komme jetzt durch die Absperrung? Nein, kommst du nicht. Ich stehe vor der Absperrung. Annabelle, was läuft hier? Hä? Wo bist du? In der U-Bahn, wo wir uns das erste Mal... Ich auch. Nee, du nicht. Hm, doch. Gibt's hier mehrere? Was weiß ich? Ich bin... Sollen wir uns an der Waschstraße treffen? Da bin ich in der Nähe. Du bist in der Nähe von der Waschstraße? In der U-Bahn. 3 Straßen weiter. Hör mal. Dein Gedächtnis will ich haben, ne? Ehrlich. Du bist einfach 1000 Meter weit entfernt. Hä? Ja. Das sieht alles so gleich aus, Helmut. Ja, Waschstraße, verfickte Scheiße. Wenn du schon mal da bist, wasch dich auch. Assi. Doro. Doro, danke schön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr lieb von dir. Es gibt mehr davon. Ja, es gibt mehr Dinger. Hier U-Bahn-Eingänge, ne? Scheiße. Ja, ist halt so. Da ist Helmut. Der letzte oder vorletzte? So. Dass niemand gesehen hat, das ist Ei, ja, ganz kurz, ne? So, lass mal gucken. Da lang. Hoffentlich sieht mich keine Polizei. Wieder, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, was Smoker da macht. Muss ich gucken. Ich weiß wirklich noch nicht. Keine Ahnung. Die Bank ist ja nächsten Sonntag dran und wenn sie uns erwischen, haben wir erstmal Knast-RP vor uns. Ganz, ganz lange Zeit. Creme Brûlée, das ist lecker, ne? Das ist lecker, ja, ja. Oh, guck mal, Start Nummer 5. Wir haben einen Resub. Start Nummer 5, 2 Monate. Vielen Dank, Daumen hoch dafür. Dankeschön, Start Nummer 5. Vielen Dank. Let's not survive, na? Der Ingenieur, wie geht das? Die ganze Packung. Och, Herr, ess nicht so viel davon. Ess nicht so viel davon. Ja. Das hier ist die Waschstraße, hier. Direkt mal was zu trinken kaufen. Wie sollte die Hände oben? Scheiße. Also. Cheeseburger 4. Ja, bitte? Ja, bitte? Steig doch ein! Helmut! Helmut, wie schaust du aus? Richtig fesch? Ja. Helmut, die suchen uns jetzt. Ja, und jetzt? Was schlägst du jetzt vor zu tun? In eine Höhle. In deine? Ganz nicht. Wie so eine Schildkröte. Ich hab dich in der U-Bahn gesehen. Nee, hast du nicht. Auf dem Bild.
Da haben die die Evolution des Menschen nachgestellt. Jetzt erzähl mir erstmal, was da los ist jetzt. Ich weiß das nicht. Du warst ja auf einmal weg. Wo warst du? Ja, ich bin geflohen. Ja, und ich dann hatte ich meinen Wagen auflenken lassen, damit die abgelenkt sind und ich mich da verpissen kann. Ja, und ich habe aus Versehen beim Rückwärtsfahren Polizisten angefahren. Und dann bin ich ausgestiegen und habe gesagt, tut mir leid. Und der hier sofort, ja, sie kommen jetzt mit, sie werden festgenommen. Auf die Polizei steigen sie da hinten in den Wagen ein. Ja, wer ist denn auch immer so doof und stellt sich vor die Autos? Ich weiß auch nicht, warum die das immer machen. Und dann bin ich zum Wagen gegangen und dann habe ich angefangen zu laufen ganz schnell. Du kannst schnell laufen. Seit wann das denn? Schon lange. Was verheimlichst du mir eigentlich? Hä? Wenn wir hier gerade mal so unter uns sind. Wir sind hier in einer Situation, die ist ganz anders als alles, was ich jemals, weiß ich auch nicht, gedacht habe, was eventuell kommen könnte. Also, was verheimlichst du mir? Hä? Helmut. Ja. Ich liebe dich, das weißt du. Halt die Klappe mit deinem Scheiß, ich liebe dich. Fick dich. Habe ich gestern noch. Danke, das ist toll. Hätte ich mich mal festnehmen lassen. Helmut? Ja. Das ist alles nicht so, wie du vielleicht denkst. Wie denn? Was meinst du? Hä? Nimm die Pistole runter. Okay. Aber das ist cooler. Also, wie denn? Helmut. Ja. Nimm die Pistole runter. Mann, ja, okay. Ich hatte ja eine Mama. Und doch kein Reagenzglas. Okay, da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und die hat mir zu Weihnachten immer Geschenke gegeben. Ja, außer Liebe. Und am 27. hat die mir die immer weggenommen, hat gesagt, du hast genug gespielt und dich gefreut, gib wieder her, hat die umgetauscht. Oh, finde ich effizient. Helmut, ich musste als kleines Kind immer Kleidchen tragen. Warte mal, ja und weiter? Ich war das einzige Kind von meinen Eltern. Warte, aber was ist mit Smoker, also mit Gerrit? Also was? Warum hast du eigentlich einen anderen Nachnamen? Warte mal. Meine Mama hat mir immer Zöpfe gemacht, wo ich klein war. Willst du mir... Moment, wenn du das einzige Kind bist, dann bist du... Warte mal. Stopp. 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 Stopp! Erzähl weiter, ich komme nicht drauf. Ich musste auch immer zur Schule mit Mädchensachen gehen und die anderen haben mich immer ausgelacht. Haben immer Steine nach mir geworfen, Helmut. Ja, also, das würde ich heute versuchen. Helmut, ich hatte keine Freunde. Ja. Wundert mich nicht. Was mit einer Tüte in der Schule über dem Kopf? Nicht? Ja, dann frag dich doch nicht, warum. Die Kinder haben mich immer gehänselt. Keiner wollte mit mir spielen. Ja. Und das ging immer so weiter. Ich habe nie Freunde gehabt. Ja, wie gesagt, wundert mich nicht. Helmut, und dann habe ich dich eines Tages im Galaxy gesehen. Und näher kennengelernt. Warte mal, kannst du das gesehen nochmal so lang ziehen? Und da habe ich mir gedacht, der Helmut, ich möchte den nicht verlieren als Freund. Aber jetzt warte mal kurz. Wenn du Gerrits Schwester bist, aber du bist das einzige Kind von den Eltern, dann wie kann das sein? Helmut. Ja. Du darfst nicht lachen. Hättest du mir früher sagen sollen, dass ich... Ja. Dann rede ich nach rechts.
Du darfst auch nicht petzen. Okay. Großes Indianer-Ehrenwort. Scheiß auf, ja, okay. Schwör. Mann, ja. Jetzt sag oder ich hol meine Waffe wieder raus und setz sie in Schläfe. Los! Helmut. Du. Du. Helmut. Herz. Soll ich dich beatmen, Helmut? Oh Gott. Du. Du. Ja, ich. Wieso? Warte, bevor du redest. Jetzt rede. Nein, warte, stopp! Bleib so. So, jetzt rede. Helmut. Nee, jetzt hör auf mit dem Scheiß, das ist ja widerlich. Steh auf. Steh auf! Aua! Ja, hast du verdient, du Wichser! Wie? Warum? Ich ja, jetzt ohne weiß Brille nicht, ich war, warum. Manchmal überkommt mich das so, Helmut. Darum. Gerrit, bist du schwul? Ne, bin ich nicht. Warum wolltest du mich heiraten? Weil ich dich mag. Und ich wollte unsere Beziehung festigen, dass du nicht einfach, dass du weiterhin mein Freund bist und nicht auf einmal auch weg bist und mich nicht mehr magst. Deswegen verkleidest du dich als Frau? Ja, meine, das stimmt wirklich mit meiner Mutter. Die hat mir früher als Kind immer so Frauensachen angezogen und mich fotografiert in so einem Kleidchen mit Zöpfe, Helmut. Die hat mich auch geschminkt. Aber Helmut, die ist jetzt in der Wüste, meine Mama. Hast du das gemacht? Die in die Wüste gebracht? Ja. Hab ich. Das tut mir leid, Helmut. Okay. Ich verstehe das. Okay, darüber. Lass uns darüber irgendwann nochmal. Könntest du dich. Zieh dich um! Gott. So, pass auf. Wir werden von den fucking Bullen gesucht. Ja, weiß ich. Ja, was machen wir jetzt? Nicht mehr blicken lassen. Wir leben jetzt im Untergrund. Hier? Ja. In der U-Bahn. Das ist scheiße. Ja, dann müssen wir andere Idioten annehmen. Wie heißt das? Identität, annehmen. Das müssen wir, ja. Kann ich nicht. Verdammte Scheiße. Da habe ich kein Geld für. Ja, aber kennst du denn Leute? Ach, apropos Geld, damit du Bescheid weißt, die Kohle behalte ich, du Wichser. Und als Entschädigung kannst du mir nochmal 50.000 draufgeben. So viel Geld habe ich nicht mehr. Okay, dann rufe ich mal eben bei der Polizei und erzähle ihnen einfach alles. Ich denke, du bist mein Freund. Ja, für 5. Okay, scheiß auf deine Kohle. Das war aber ehrlich gemeint von mir. Was war ehrlich gemeint von dir? Dass ich dich mag. Ja und? Na, nur so. Darüber kümmern später. Vielleicht kannst du dir ja auch mal was anderes anziehen. Was war das gerade? Nee, oder nicht? Nein, dann nicht. Na, Helmut.
Und wenn er das Letzte ist, wofür ich Anlauf nehme, dir springe ich mit den Knien ins Gesicht. Lass es sein. Was machen wir denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Verflucht. Sollen wir alle Bullen umbringen? Dann werden wir fein raus. Ja, aber das sind zu viele. Ich hab Freunde. Echt? Ja. Ja, aber da kommen ja immer wieder neue Polizei. Oh. Man kann ja nicht alle töten. Oder? Schön. Stellen ist Ich stell mich doch nicht, bist du bekloppt? Nee, tun wir ja schon. Ja, eben, weil? Helmut, darf ich dich was fragen? Frag! Findest du wirklich, dass meine Brust nicht schön ist? Das ist so eine Awkward-Situation, meine Fresse. Eine was? Was? Eine Hogwart? Ja, zauber dich weg, du Penner. Ich kann ja mal meinen Stab rausholen, wenn du möchtest. Ja, nee, ich hab auch einen Besen. Der auch so staubig und ungepflegt. Ja. Helmut. Warte mal hier. Was ist da drin? Geld. Wie viel? 100.000, Helmut. Wieso das? Darf ich dir noch nicht sagen? Darfst du mir noch nicht sagen? Nein, Helmut, darf ich noch nicht. Ich pack dir an Kragen, Mädchen. Typ, Dings, du Ding, Alien. Was hackst du aus? Was soll die ganze Scheiße? Und warum hast du irgendeinen Typen, hast du jemanden dafür bezahlt, sich als Smoker zu verkneiden? Also als du? Also, meine Fresse. Das war ein Freund von mir, den kennst du auch. Wie, den kenne ich auch? Wer war das? Toto. Ach du Scheiße, ich habe auf seine Reifen geschossen. Das war der Toto. Ich hätte den treffen, ja, der wäre fast tot. Ich hätte den treffen können. Der hat mir den Gefallen getan. Und das alles nur, um deine Freundschaft mit mir zu festigen? Soll ich den mal anrufen, wo der Nein, ist? Ansonsten hau ich den aufs Maul. Ja, mein Gebieter. Ich bin der Hohepriester, verstehst du? Also. Darf ich die Sabrina nennen? Kannst. Ja. Sollen wir uns denn nicht bei der Polizei melden? So, jetzt zurück auf Anfang. Ist mir jetzt scheißegal. Okay, pass auf. Scheiß auf deinen Schwestern aussehen. Du siehst furchtbar beschissen aus als Frau. Du siehst aus wie ein Unfall. Ja, bitte. Zieh dich um, wir fahren und du ziehst dich um und nimm das scheiß Perücke vom Kopf oder so. Ja, ist ja furchtbar. Ja. 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 Dann komm. Ich bleib mit dir befreundet. Danke. Wenn du den Kofferraum zumachst. Und, ja. Wenn du in meiner Anwesenheit nie wieder Annabelle bist. Ich bin froh, dass das... Ehrenwort? Indianer Ehrenwort. Und nochmal mit Nachdruck. Ehrenwort? Ja. Cool. Tut
Fahr am Bett. Wo sind wir hier? Ach so. In der Nähe vom... Irgendwo. Fahr doch nach oben zum... Willst du zum Friseur? Friseur, und da ist auch Ponsen. Was? Ach so. Scheiße, ey, die haben mein Nummernschild, die haben meine Karre, die haben meine Identität, die haben alles. Kennst du keinen, der da Ausweis machen kann oder so? Nee. Außerdem, ich bin Helmut Müller. Ich bleib Helmut Müller. Keiner kann mir was. Scheiß Bullen. Genau. Mir tut der Arm weh. Kann ich den mal bei dir um die Armlehne legen? Du hörst jetzt auf. Hier ist Friseur. Ja. Ich spare ein Misch. Eine neue Perücke, bitte. Hast du Perücken da? Ja, hat der Walter ruft an. Ja, soll ich da dran gehen? Ja, geh ruhig dran. Okay. Erfülle eine Geschichte. Schmoker. Smoker! Hallo, Herr Walter, wie geht's Ihnen? Na, wie fanden Sie die Hochzeit? Ja, da habe ich nichts zu. Warum? Nö. Nee? Möchte ich nicht, nein. Wo ist Helmut? Da, lange schon nicht mehr gesehen, in Helmut. Ja, warum? Hast du den schon gratuliert? Ist geheiratet. Wie, du warst doch dabei. Ja, ist geheiratet, ne? Helmut, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Hä, hey, wieso? Bist du Smoker? Ich hab keinen Bock, ich bin gerade Feierabend da machen. Ich wollte noch ein bisschen raus mit Vater. Herr Weiß hat Feierabend, wollte ein bisschen feiern mit uns, Helmut. Fall doch nicht drauf rein. Fall nicht drauf rein. Was soll ich denn sagen? Wie, fall nicht drauf rein? Wo rein? Ich finde keine. Ich bin mit Kater gerade vom Krankenhaus. Kater ist gerade gestürzt und am Bluten gewesen. Oh. Der darf heute sowieso nicht mehr arbeiten. Wir wollten der Kater ist hingefallen, hat wehgetan. Und jetzt wollen die Party machen. Wir können doch bei mir im Haus. Bei Herrn Weiß im Haus. Ja. Okay, wir kommen gleich, sagt Helmut. Was, nein? Ja, sag, wenn du vorne bist am Tor, dann mach ich auf. Ja, okay. Dann bis gleich. Wir machen Party bei dem am Haus. Die eine Perücke stand dir gut, das mit hinten mit den langen Haaren, Helmut. Nimm die. Nö. Ja. Komm, umziehen. Das ist eine Falle, die wollen uns da hinlocken. Nö, ist es gar nicht. Der Herr Walter macht Party. Der Herr Kater hat sich verletzt und so. Ach so, und deswegen machen die eine Party, was? Ja. So, komm jetzt. Acht Schuss habe ich noch. Egal, was passiert, du bist schuld. Fahr mal hier am Galaxy runter zum Ponsen. Was ist? Nix. Ja, und jetzt? Zum Ponsen. Wo ist das? Das war noch beim Galaxy runter. Wo? Wo der Friseur ist. Wo? Hä? Doch, Helmut. Was? Du bummst alles an hier. Ich bin doch nicht dement. Wo ist der Ponsel? Jetzt gleich rechts runter. Telefon. Hier? Na, hallo. Hallo, Smoker. Hier ist Haley, also Pinky. Ja, hallo, Frau Haley. Ich habe eine Frage. Dir gehört doch das Galaxy, ne? Mhm.
Und ich arbeite nicht mehr im PD, ne? Okay. Und ich wollte fragen, ob ich vielleicht aushelfen kann mit der Disco? Ja. Kann man sich da am Mittwoch näher drunter unterhalten? Ich habe gerade ein bisschen Stress vorhin. Ja, klar. Aber um wie viel Uhr denn am Mittwoch? So 21 Uhr. Ja, klar, dann bin ich um 21. Ja, wo soll ich hinkommen? Galaxy. Oder telefonisch? Hör mal. Galaxy, ja klar. Dann bin ich dann da. Okay, hey. Tschö. Tschüss. Ja, Helmut? Ich geh mal eben pissen. Wartest du hier? Ja, aber warte ich. Okay. Was? Der ist ja schon klein, Helmut, oder? Ich hab Hunger. Patterson grüße ich, wie geht's dir? Helmut, umso länger du da stehen bleibst, so, der wird nicht größer. Da kannst du auch dran ziehen. Regenbogenpupsi, wie geht's dir? Ach Gott. Aua. Ach, Kinders, wa? Schön heute, heute war echt schön. Hat mir echt gut gefallen. Vor allem die Zeit geht auch vorbei, wenn es richtig interessant ist, ne? Jetzt haben wir schon wieder 11 Uhr. Wie geht's dir eigentlich? Ja, stressig, ein bisschen stressig. Was heißt stressig? Aufgeregt, geärgert ein bisschen, ne? Dass halt der Streaming-Rechner nicht so lief oder läuft, wie er eigentlich soll. Keine Ahnung. Müssen wir noch dran arbeiten. Eilich, Franz. Gut, dann einfach schreiben, okay. Exorzist, schlaf gut. Snackleider, wie geht's dir? Die kriegen euch. Ach, scheiße. Hast du jetzt bessere Laune, Gerrit? Ja, ein bisschen, ne? Bisschen. Doch. Doch. So ein Stream, wenn es schön ist, muntert doch auf, muss man sagen. Ja. Ja, Elchen haben sie schon. Was war los, Gerrit? Ich habe einen neuen Streaming-Rechner. Also neue Tower, neues Board, neuer RAM, neue CPU, die 1080 Ti da drinne und so weiter, pipapo. Und ja, der hat alles einwandfrei gemacht, der Rechner, der Streaming-Rechner, hat das Bild super abgecaptured, ob jetzt von OBS jetzt in der Darstellung oder von Elgato, die haben ja auch so ein eigenes Capture-Programm, ne? Wo du überstreamen kannst, auch wunderbar, kein Ruckeln, keine Pixel, gar nichts. Aber was dann rausgeht an Twitch... Und bei Twitch war das dann, oder ist das, keine Ahnung, total verpixelt, weißt du? Keine Ahnung, warum. Jetzt gerade nicht, ich weiß nicht, warum. Es geht. Ja, ne, Helmut, du tust mir leid. Hey, wieso? Ich hab geguckt. Was hast du geguckt? Ach so. Ja, mach doch nichts. Okay. Dafür stinkt er wie ein Großer. Ja, das merkt man. Komm, mach mal jetzt Party da. Ja, ja. Okay. No.
Anasazi, ich schlaf gut. Ich schwöre es dir, das wird eine Falle sein. Ich schwöre es dir. Ich schlaf gut, Apple. Weißt du, wo Walter wohnt? Ja, ich war schon mal da, glaube okay. ich. Da aber am Golfding da irgendwo. Ja, ja. Ja, ja, ich fahr mal gucken. Ragnar sagt, schlaf gut. Ey, ich bin gesucht und ich soll mit dem Chief auf Police oder was der da immer der ist, soll ich feiern gehen. Der ist aber eigentlich nicht so. Ich hab ja auch schon viel Mist gebaut, wo der einfach sagt, ist gut. Das war ja auch gar nicht unser Fehler, ne? Der ist auf unsere Spur gefahren. Der scheiß Bulle, der hat das voraus geplant wahrscheinlich. Der will uns ficken. Okay. Hättest ihn direkt umhauen können. Ja, nee. Okay, also hier ist das glaube ich nirgendwo. Da hoch glaube ich hier, oder? Das ist so ein... Ja, irgendwo. Das ist so versteckt. Ja, so ein bisschen. Da hier ist nicht. Eigener Tennisplatz haben die, hat der ja. Das geht hier, glaube ich, hoch. Hier, ne? Ja, da. Hier ist es. Ja. Der ist ja gar nicht. Oh, scheiße, Telefon. Ich ruf den mal an. Ja, ruf mich nochmal in 2 Minuten zurück, ja? Ja, wir sind jetzt da. Moment. Aber was hat denn jetzt? Aussteigen, der Herr. Was? Wieso? Eine Fahrzeugkontrolle. Einmal aussteigen. Mit Taser. Oh. Sie haben mich Machen auf Sie den Motor Walter, aus. Sie haben mich auf den Kieker. Machen Sie den Motor aus. Letzte Warum Warnung. Sollte ich das tun? Wie, was, letzte Warnung? Warum drohen Sie mir? Entweder ich kann Ihnen auch Sie drohen. Hier, letzte Warnung. Wow. Scheiße. Ja. Nein, was? Der hat mich getasert. Alter. Oh nein. Was? Oh fuck. Ich hab zurückgeschossen. Helmut, bleib stehen. Was passiert was hier? Was ist passiert? Oh Gott. Da war Polizei bei Ihnen am Haus. Warum? Oh Gott. Ja, weiß ich nicht. Und die wollten den Herrn Helmut hier, dass der aussteigt aus dem Fahrradding. Und wo bist du jetzt? Ja, beim Helmut im Auto. Die haben geschossen. Wo bist du denn jetzt? Im Auto. Ich melde mich gleich wieder. Helmut. Ach du Scheiße, was habe ich getan? Hast du auf Polizei geschossen? Ja, aber ich habe mich doch nur gewehrt. Der hat dich getasert? Ja, der hat mich getasert. Oh Kacke, mein Reifen ist blau. Oh, Reifen ist blatt. Geht's dir gut, deinem Herz, alles gut? Bleib am besten stehen, Helmut. Ich hab gepisst. Ich bin voller Pisse. Soll ich wegreiben? Komm mal her, ich hab ein Tuch, Taschentuch. Was? Komm, ich reib mal trocken. Nein, nicht trocken. Ey, hör auf, meinen Schniepel anzureiben. Ey. Halt am besten irgendwo an. Hör auf. Was? Oh Gott, wir sind viel. Ich kann nicht mehr. Helmut. Helmut, da ruft der Walter an. Ja, geh doch dran. Oh. Ja. Smoker, ihr müsst euch stellen, Mann. Die machen ich hab doch gar nichts gemacht. Wir wollten nur Party machen. Ihr unten am Wasser.
Ja, dann stellt euch. Was, lasst euch von der Polizei, die machen Großpfannen. Ja, aber ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, dann lass, stell dich, Mann. Und der Helmut auch. Ja, ich rede mit dem. Warte. Ja, beeil dich. Ich mache eine Großpfannung. Ja, ich rede mit dem. Moment. Okay, bis später. Ja. Helm. Wieso sagst du dem, dass wir am Wasser sind? Nee, wir sollen Stellen, die machen mit Hubdinger hier. Fahren. Die fahnden nach uns. Was machen die? Mit Hubschrauber fahnden. Wir sollen Polizei kommen stellen. Mit Hubschrauber? Ja. Oh fuck, leck mich doch am Arsch. Gerrit. Ja. Es ist vorbei. Ich hab auf den fucking Bullen geschossen, Mann. Das erinnert mich an meine alten kriminellen Zeiten. Scheiße. Hör mir zu. Hast du den getroffen? Weiß ich nicht. Hör mir zu. Ich biete dir noch die Möglichkeit. Steig aus oder komm mit. Wenn du jetzt aussteigst, dann ist das in Ordnung. Willst du aussteigen? Was hast du denn vor? Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht stellen. Ich komme nach dem Knast. Ich habe noch 10 Jahre zu leben. Ja, aber ich bin doch dein Freund. Deswegen. Darum bleibe ich ja bei dir. Aber weil ich dein Freund bin, sag ich, du solltest vielleicht lieber aussteigen. Nee, dann hätte ich doch das alles gar nicht machen brauchen, wenn ich dich jetzt alleine lasse. Oh, fuck Gott. Bist du dir sicher? Ja, aber ich glaube, es wäre doch besser, wir gehen zur Polizei. Ich kann nicht zur Polizei. Ja, was? Ich hab einen Cop angeschossen. Ja, der hat aber auch einfach auf dich gelasert. Ja, das war der andere. Der auf mich geschossen hat, war der andere. Ich hab nicht auf den geschossen, der mich getasert hat. Der hat mich getasert und dann bin ich ins Auto gestiegen und bin losgefahren und der andere hat geschossen. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt eigentlich abhaust und weiß ich was, irgendwann kriegen die dich, Helmut, und dann bist du, das ist das alles noch viel, viel schlimmer. Überleg doch da doch mal vernünftig. Dann wird das alles viel, viel schlimmer. Was soll denn daran noch schlimmer werden? Ich gehe in den Knast. Ja, aber dann gehst du sehr, sehr lange in den Knast. Und ja, du musst dich ja untersuchen. Ich komme dich doch immer besuchen, Helmut. Ich komme dich jeden Tag besuchen. Bring dir was mit zu essen, was du gerne hast. Ich bin dein Freund. Aber du machst das ja alles nur noch schlimmer. Weißt du, was ich meine? Du musst auch mal zum Arzt, nicht, dass deine Pumpe sich aufgeregt hat wegen dem Laser-Ding da. Besser Polizei. Oder? Ich konnte dir noch nie vertrauen, Gerrit. Hä? Noch nie. Da das ruft der Walter schon wieder an. Soll ich sagen, wir kommen Polizei? Nein. Was denn? Steig doch aus. Ich bin doch zu deinem scheiß Korps. Nein. Ich leg auf, ja? Warte. Mach, was du willst. Ich hole mir jetzt einen anderen Wagen. Und dann fahre ich erstmal in den Norden. Helmut. Lass doch mit dir reden. Das ist Blödsinn, was du tust. Du bist jetzt wieder so ein richtig kleiner Bock. Weißt du, was ich meine? Telefon. Ja, wieder weggedrückt. Ich glaube, der ist Walter. Warte mal. Walter. Hallo? Ja. Ja, wir wollen zu deinem Haus. Entschuldigung. Ich fahre Auto. Das ist voll kaputt. Nein, ich kann doch jetzt da nicht hin. Ja, und dann? Ich werde doch nicht Vater. Walter, wenn ich jetzt zum PD komme, was passiert dann mit mir? Komme ich in einen Knast drinnen rein?
Okay. Ja, ich komm. Ich weiß aber nicht, ob ich dir vertrauen kann. Wie willst du das denn schaffen? Es gibt keine Ausrede. Vielleicht kriegen die mich auch nicht. Vielleicht seid ihr genauso scheiße wie immer. Das ist wirklich ein Argument, mein lieber Herr Weiß. Euer PD kann nichts. Euer PD kann ja nicht mal zugeben, dass dieser scheiß Dreckskopf, der mich vorhin aus dem Auto rausgetasert hat, auf meiner Spur gefahren ist. Der beharrt ja da drauf, dass ich auf seiner Spur war, dieser Wichser. Ja. Nein, war ich nicht, aber ich habe gerade einen Cop mit einer Waffe bedroht und danach auf einen anderen geschossen. Ja, das ist ein bisschen problematisch jetzt. Aber der andere Cop hat zuerst geschossen. Ja, den Gerät. Weil ich keinen Bock hab. Ja. Ja, lass mich nachdenken, Klappe. Helmut, fahr zur Polizei. Stell dich. Und? Lass mich nachdenken! Wir hatten schon mal so ein paar Situationen. Du hast mich mal in eine Falle gelockt. Vorm scheiß verfickten Galaxy. Als du gesagt hast, komm hier vorbei, komm ruhig feiern. Und du hast auf mich mit den Cops gewartet. Dann tust du so, als wärst du eine Frau und willst mit mir im Bett und so. Und willst mich heiraten. Dann war das. Du hast mich bis jetzt... Halt die Fresse! Du hast mich bis jetzt immer nur verarscht. Den ganzen Tag, Driver, die ganze Nacht und was weiß ich nicht wann, immer. Wieso sollte ich dir jetzt vertrauen? Ja, das war ja... Da wusstest du ja nicht die Wahrheit von mich. Ich musste doch meine Tarnung aufrechterhalten. Deine Tarnung? Helmut... Ich meine das echt gut. Wirklich. Mach einen auf Lala. Sag die Hochzeit, alles hat dich so mitgenommen und so. Du bist total durcheinander. Weißt du, was ich meine? Du bist fix und fertig mit den Nerven, Helmut. Ja, bin ich wirklich. Ja. Weswegen? Weil heiraten und so. Wegen dir. Eigentlich du bist alles schuld, du Penner. War doch schön. Was? Was? Schön? Ich fand das schön. Der geht mir auf die Eier, der ruft die ganze Zeit hier an. Ja. Also ich höre noch keinen Helikopter in Richtung Polizeipräsidium, als ob die irgendwas geschissen kriegen. Helmut, lass er nicht so weit kommen. Das gibt immer mehr Ärger. Geh ins Telefon. Ja, warte. Schmoker. Hallo. Hallo. Hallo.
Er hat nichts gesagt. Steht er nicht dran? Ich ruf mal an. Ja? Ja, ich soll dran gehen. So. Smoker, Helmut, der euch weiß jetzt. Ist. Ich habe doch was gemacht. Ja, du bist aber jetzt mitverantwortlich dafür, weil du in dem Auto drin saßt, wo geschossen wurdest. Außerdem hast du dich einer möglichen Verhaftung mit Annabelle entzogen. Wir sind von beiden Seiten verdächtigt. Warum dreht ihr alle am Rad? Wie Verhaftung mit Annabelle entzogen? Smoker, pass auf. Ich sag dir das jetzt. Die Polizei hat gerade eine Großfahndung nach euch beiden ausgegeben. Okay? Wenn ihr hier nicht auftaucht, suchen die den ganzen Staat mit Hubschraubern ab. Du wirst nie wieder, bis sie dich haben. Du machst es von Sekunde zu Sekunde schlimmer mit Helmut. Kommt ins LSPD und klärt das. Helmut, wir sollen LSPD kommen. Das wird immer schlimmer, wie ich eben schon gesagt habe. Die machen dann mit Panzer und Heli suchen. Also die Heli sucht dann auch mit. Ja. Ist das richtig so, Herr Weiß? Smoker, wir geben dir jetzt euch noch bis halb. Und dann seid ihr hier. Sonst müssen wir die Suche verschärfen. Ich sag Helmut. Dann müssen wir das FIB mit einschalten, weil ein Officer wurde schwer verletzt. Ja, ich sag Helmut das. Dann komm wenigstens du, Smoker. Ja, ich lass aber nicht meinen Freund Helmut hier. Ja, beeil dich, gib Gas jetzt. Ja. Helmut. Wir sollen da hinkommen zur Polizei. Ja, schön, steig mal aus. Gib mal $100, muss die Karre überführen. Was? Gib mir $100! Ja, schrei mich doch nicht so an. Danke, das waren zwei. Sag einfach, du bist total durcheinander gewesen. Und weil der auch gelogen hat, der Polizeimann, mit der Spur. Mann, fahr ich da jetzt hin oder nicht? Die wollen uns, wenn wir nicht innerhalb bis halb kommen, bis halb, dann wollen die das schärfen mit FIB und so. Weißt du, was ich meine? Das ist richtig scheiße. Ich häng da jetzt auch mit drin, sagt der Herr Walter. Wenn ich auch nur im Ansatz mitkriege, dass du die Scheiße so drehst, dass ich alles war. Was haben wir denn gemacht? Und du nicht. Hör, was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn getan? Du bist der Ausschlag. Du! Was du bist eine Surprise-Tanze. Was habe ich denn getan? Helmut. Du bist alles schuld. Alles. Verpiss dich! Nein. Da war eine Bombe. Ja. Ich glaube, wir dürfen hier vorne parken. Guten Tag, wie kann ich weiterhelfen? Wir sind wegen... wegen dem Kaffee, wir wollen nur einen Kaffee ziehen eigentlich. Ah. Der Herr Walter hat gesagt, wir sollen nach hier kommen. Ja. Willst du auch einen Kaffee, Helmut?
Ja. Ja, die haben keine Ahnung, wer wir sind. Kein Plan. Lass uns verpissen. Ja, sie sind ja beide auf der Fahndungsliste. Wieso? Ja, ich lese es Ihnen kurz vor. Ja. Also beim Herrn Müller, Paragraph 12. Was heißt das? Paragraph 19. 12, ja, danke. 19. Soll ich das übersetzen? Paragraph 29. 29. Okay, Spuge. Paragraph 36. Was ist Paragraph 12? Paragraph 39. Nein, und nicht Spagat mit 12. Okay, Spuge, was ist Paragraph 12? Wissen was? Sie... Nach Paraguay mit 12? Mann, diese Scheiße! Herr Müller, es gibt ja ein Gesetz hier in Los Santos. Das können Sie ja aufschlagen und dann dort die Paragraphen nachsehen. Ja, Sie können mir auch einfach sagen, was das ist, anstatt mir dann... Ja, dann mache ich das für Sie. Moment. Entschuldigung. Oh, danke. Ja, bitte. Ich muss mal was sagen. Ja, vergessen Sie nicht zu fragen. Draußen die Frau, die war total unfreundlich. Also Paragraph 12 Körperverletzung? Nee, das hat die nicht. Müssen Sie mir so auf die Pelle rücken? Sie sehen aus wie ein Angler in kamouflagierten Scheißhemden. Nee, da hat ein Schlafanzug Hose ein. Auch unfreundlich. Dann Paragraph 19, Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Okay. Paragraph 29. Soll ich hier stehen bleiben? Und am besten nicht reden. Und dann Widerstand gegen die Staatsgewalt. Verstoß gegen die Mitführungspflicht. Wer? Was für ein Führer? Was? Ich hab den doch Herr Müller, Verstoß gegen die Mitführungspflicht, also Ausweis. Mitführung. Müller, das notiert. Ich hab mit Hitler nichts zu tun. Was? Und dann Paragraph 39, Beleidigung. Beleidigung? Kurz den Spion was für eine Beleidigung? Und was hab ich? Können Sie ein bisschen wegrücken, vielleicht? Ja. War das alles von dir oder jetzt auch von mir? Ich hab keine Ahnung. So, der Spion ist... Was war das jetzt von mir? Was hab ich denn gemacht? Ja, dazu komme ich jetzt. Ach so, das war alles Helmut? Du Scheiße. Das war alles nur Helmut, ja. 60 Jahre. Dann STGB 12. Was ist das? Körperverletzung. Ich? Wem habe ich schon was getan? Dann 19, Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Hä? Noch dann auch Widerstand gegen die Staatsgewalt. Oh, Moment, Telefon. Auch. Ach, jetzt ruft der Walter an. Warte, ich komme direkt. Herr Walter. 36. Ja. Oh. Und wegen. Walter weg? Nee, der ist nicht weg, oder? Nimm mich mit! Wo? Helmut! Toll. Den Typen angetan haben, ah, hallo.
Abend. Alles okay. Frau Haley. Ja, mhm. Haben Sie den Opa Tutensch Helmut gesehen? Der ist gerade irgendwie mit Johanni da drüben vom Parkplatz weggefahren, glaube ich. Also, na okay. Ja, mit der Klasse, der ist weggefahren, ja. 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 Ja, ja, danke schön. Ja, kein Problem. Ja, und denk dran, immer schön hintern an die Wand, ne? Ja. So, der Sandmann. Ja? Ja, wir sind hier beim PD gewesen und der Opa Helmut ist jetzt mit dem Johnny oder wie der heißt weggefahren. Mit wem? Mit dem Johnny von der Polizei. Wer ist denn Johnny? Weiß ich doch nicht, hat die Frau Eli gesagt. Ich war jetzt hier bei der Polizei und Helmut auch. Und du bist jetzt da bei der Polizei? Ich stehe hier oben. Ja. Herr Müller ist jetzt mit einem Kopf abgehauen, willst du mich verarschen? Hä, wie abgehauen? Die sind gefahren, hat die Frau Haley gesagt. Mit dem Johnny. Wer ist Johnny? Weiß ich nicht. Ich versuche den Helmut mal anzurufen. Ja, ich kann wieder gehen. Nein, du setzt dich in die Lobby vom PD. Ich schicke jemanden hoch. Warum? Ich möchte nach Hause. Mars Walker! Verbindung, schlaf gut. Schon wieder keine Kohlensäure. Passen Sie auf, da waren die eben mit den Schuhen drauf. Scharfe Kante, grüß dich. Rossi, schlaf gut. Heute war echt gut, war richtig gut. Richtig gut. Ja, was kann man Smoker vorwerfen? Obwohl er hatte gar keine Gelegenheit gehabt, dazu zum Aussteigen, wo die Polizeikontrolle dann da eben war bei Walters Haus. Weil Smoker war ja so unter Schock, dass das da auf einmal getasert wurde und Opa Helmut geschossen hat und dann losgefahren ist. Was wollen Sie, Smoker? Nö. Ach, ich muss die Nase putzen. Aber Walter wieder hundertprozentig, ne? Falle gestellt. Komm feiern und weiß ich was. Sacknadner.
gleich schon wieder. Hallo. Oder was? Hi. Kalixur, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Camaro ist im 7. Monat. Camaro, vielen Dank für 7 Monate. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Oh, Lars ist da. Lars, wie ihr seid, alles gut? Ey, ich bleib da jetzt nicht die ganze Zeit hier. Schönen guten Abend. Na, hallo. Franz. Omba, wie ihr seid? Alter, Helmut, wo bist du? Ja, Gerrit. Oh, Opa Helmut. Ja? Wo bist du? Ich stehe ja bei der Polizei immer noch. Ich wollte kurz was zu trinken fahren holen und da ist ein Bulle bei mir in die Karre gestiegen. Und jetzt fahre ich den spazieren. Ich fahre kurz nach einer Tankstelle oder nach einem Kiosk und dann komme ich. Komm, soll ich hier auf dich warten? Ja, ja, ich komme gleich wieder. Ich suche gerade nur einen scheiß behinderten Laden. Ja, okay, bis gleich. Ja, okay. Au, 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 au. 200 Bits Snake, Dankeschön für 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Für das hammergeile RP heute. Wir hatten alles Spannung, Aufregung, Spaß und viel zum Lachen. Danke. Ich habe zu danken, dass ihr euch da reinzieht. Schlaf gut, Alter, etwas. Dankeschön. Gauner, schlaf du auch gut? Junge, 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 Junge. Herr Officer. Ja, bitte? Der Herr Walter, können Sie ihm sagen, ich warte nicht mehr? Das kann ich ihm sagen, ja. Okay. Moment, ganz kleine Sekunde. Ja. Sir, ich kann ihn leider gerade auch nicht erreichen. Er ist Standby. Er hat gerade eine wichtige Mission. Was für eine Mission? Ja, das darf ich Ihnen nicht sagen, aber er ist gerade in einem wichtigen Einsatz. Deswegen kann ich ihn leider gerade auch nicht ansprechen. Haben Sie es schon mal auf seinem Handy versucht? Ja, aber da... Ja. Ja. Okay, er weiß Bescheid. Sagen Sie, ich war hier, ne? Das sage ich natürlich, gar kein Problem. Nö. Smoker ist mein Name und Sie? Mai ist mein Name. Moment mal, Herr Smoker, bleiben Sie noch mal kurz hier vor mir stehen. Ich gucke mal ganz kurz was in meinem Telefon nach. Ja. Herr Smoker, tun Sie mir den Gefallen und setzen Sie sich da noch mal ganz kurz hin. Da habe ich aber schon gesessen die ganze Zeit. Ich verspreche Ihnen, dass in den nächsten 5 Minuten Herr Weiß oder ich sage Ihnen, Herr Weiß kommt nicht mehr oder Herr Weiß ist dann hier. In den nächsten 5 Minuten. No, ja, okay, 5 Minuten. Dankeschön, Herr Mann. 5 Minuten. No. Setzen Sie sich bitte hier hin. Wir stehen doch auf der Fahndungsliste, oder? Wenn das wirklich so ist. Die hätten doch schon längst einknacken müssen.
nicht lange reden. Zelle, Ende aus. Und in der Zelle kann sie befragen. So, wo ist mein Tabak? Ich warte jetzt 5 Minuten, da gehe ich. Ach, jetzt kommen die Roten auch noch. Ich bin bekloppt. Ach ja. Oh, guck mal. Who cares? Haut ein Subgeschenk raus. Dankeschön. Vielen Dank für das Subgeschenk, Who cares? Und das geht raus an Turntable Lady. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, Who. Dankeschön. Noble Geste. Ach ja. Walter ist auf geheimer Mission. Achso. Gehen die Roten wieder petzen oder was? Oh, Big Popa, guck mal, ein neues Sub. Big Popa, danke schön für den Sub. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Der Big Popa. Da werde ich ganz rot. Ja, die sind bestimmt mal petzen. Ich habe das und das gesehen. Ba, ba, ba. Di, 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 di. So, noch 3 Minuten. Bis 44. Was, eine neue Soap, lecker? Deep. Was kann man mit den Gerrits machen? Im Aldi einkaufen, aber nur bei Aldi Süd. Da gehen sie wieder. Guck. Das ist meine. Ich ändere die Ewald wieder. Von daher, zirk mich nicht. Sollen sie ruhig haben. Ach, ja. Alle 2 Stück noch. Tja, das ist auch noch welche. Das ist doch Devorah, ne? Ich muss da wach werden. Haut jemand Geld für Kaffee? Ja. Okay. Oh, wow, Dieb. Ich hab gerade der Mike arme Herr Müller, ne? Ja. Mike verzockt. Ach, du bist. Guck mal, Emily. Der hat alles bei Mike verzockt. Dr. Ja, Doom. Wie ist es? Alles gut? Ja, Weizen zwar kein Thema. Mach ich doch gerne. Mach ich gerne. So, noch 1 Minute. Und dann gehe ich. Was kann man mit denen tatsächlich machen? Hier an so einem Bankheiß teilnehmen, so. Chatspielchen sind das halt, ne? Dir geht's gut, das ist schön. Das ist schön. Ist doch nicht, ich schließe ab. Ach ja, Lia Maus, wie geht's dir? Alles gut? Das Lia Maus. So. Ich hatte einen Unfall. Herr Smoker, bleiben Sie nochmal bitte hier kurz sitzen. 5 Minuten sind oben. 1 Minute dauert es nur noch. Eine Minute, oder, okay. Herr Kessel, können Sie sich hier kurz um Herrn Smoker kümmern? Entschuldigung. Kein Problem. Der Kollege Kessel kümmert sich kurz um Sie, Herr Smoker, damit Sie nicht so lange warten müssen, okay? Ja, okay. So, Herr Smoker, fragen Sie mir mal bitte. Wohin? Kein Problem. Im Besprechungsraum. Haben Sie Ohrjucken? Gelände gestört, dann hat mir die Rippen angeklappt. Ja, weil Sie da andauernd Ihre Hand am Ohr haben.
Und den habe ich zwar nur zu mieten. Sind Sie verletzt? Ja, ich bin verletzt. Was haben Sie denn? Ja, wenn ein gewisser Oh, Freund guck mal da, guck mal. Meint mich anschießen zu müssen. Oh, Herr Smoker, bitte einmal 10 Minuten sich auf mich konzentrieren, danach können Sie wieder Schattenspielchen spielen, okay? No. Okay, vorhin beim Aha, Haus hast du was zu trinken für mich? Ja, natürlich. Schönes Tattoo. Danke. So, schön. Dankeschön. So. So, ich muss Sie jetzt darüber belehren, dass ich Sie als Zeuge vernehme und muss Sie erst mal fragen, ob Sie freiwillig eine Aussage machen wollen. Ja, mache ich. Anwalt hinzufügen wollen. Okay. Guck mal, du musst raten, was ich schreibe da mit dem Schatten, ja? Ja, in 10 Minuten gerne. Aber bitte jetzt konzentrieren Sie sich noch. 10 Minuten, bitte. Okay. Kurz auf mich konzentrieren. Okay, Sie standen vorhin mit einem Herrn Helmut Müller vor dem Haus von Herrn Weiß. Ja, weil der Walter hat uns eingeladen für Party machen. Okay, es geht jetzt um diese Situation, als ich und mein Kollege kamen und wollten, dass Herr Müller aus dem Auto aussteigt und meinte, er müsste dann auf uns schießen. Hm. Herr Smoker. Ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Machst du das hier kurz? Ich muss kurz meinen Arm. Ja, mach du mal deine Verletzung, ich mach das Ganze hier. Haben Sie getrunken, meine? Nein, aber eine Kugel abbekommen. Von wem? Vor 2 Tagen, ja eben von dem Herrn Müller. Wo hat er sie denn geschossen? Vor dem Haus von Herrn Weiß. Ja, wo getroffen? Ja, mich in der Schulter vor 2 Tagen. Bankräuber und Herr Kessel im Oberarm. Aber nicht der Helmut, ne? Doch. Also mich nicht, aber ihn schon. Und dann ist er der hier. Warum ist er denn nicht krankgeschrieben? Naja, wir haben gerade hier sie gesucht. Wir sind noch nicht dazu gekommen, ins PD zurückzukommen. Ja, aber wenn sie doch angeschossen sind, oder sie ja auch gestern erst, oder wann das war, dann sind sie doch noch voll, dann sind sie doch gar nicht dienstfähig. Doch, ich bin offiziell seit heute wieder dienstfähig. Also. Kann nur keine Langwaffe führen. Was können Sie nichts führen? Nichts Langes? Och, ja. Herr, da tut mir jetzt leid. Kommen wir mal zum. Wusste ich ja nicht, ne? Die Frau Annabelle. Kennen ja, Sie die? Ja, kenne ich, das ist meine Schwester, die blöde Kuh. Mhm. Können Sie denn dafür sorgen, dass die jetzt gleich hier auftaucht? Nö, kann ich nicht, die hat Handy aus. Mhm. Ich habe mich mit der gestritten, die blöde Sau. Weil der Herr Weiß hat mir eben gesteckt, dass Frau Annabelle Sie in Verkleidung sind. Hä, bitte? Was soll denn das? Das sind böse Unterstellungen, Sie reden mit gespaltener Zunge. Böse Worte. Davon mal abgesehen, habe ich schon mal gegen Sie einen Fall aufgenommen. Da ging es um ein gestohlenes Taxi, wo damals auch schon im Raum stand, dass Frau Annabelle in Wirklichkeit Sie mit einer Perücke sind. Haben Sie Beweis? Die Aussagen von Herr Carson und Herr Weiß. Nee, ob Sie einen Beweis haben, nicht Herr Weiß. Die beiden Aussagen reichen als Beweis. Na so. Ansonsten kann ich gerne noch einen Psychiater hinzuziehen, der ein Gutachten erstellt. Ich war schon lange nicht mehr im Theater. Ich kann mir keine Verwandtschaft. Hey Johanni, pass doch mal bitte kurz auf. Ja. Ich will nach Hause. Ich kann aber nicht recht glauben, dass sie Annabelle. Nee, bin ich auch nicht. Der hat getrunken, der ist nicht bei Sinn, der ist vorgestern angeschossen worden, der Mann. Übrigens, den Herrn Müller haben wir in Gewahrsam. Der Helmut, was ist denn mit dem passiert? Der hat gesagt, der muss zu trinken holen fahren. Ja. Och, ja. Dann bin ich eingestiegen. Nee, echt? Ja. Was ist denn passiert dann? Tja, dann haben wir den Zellen abgeführt, ne? Ja.
Ist der Helmut auch hier? Ja. Okay. Tja, wir sind ja, haben ja auch einige Paragraphen gebrochen. Ich hab, ne, mir ist gar nicht schlecht. Wieso das denn? Nein, Sie haben gegen Paragraphen verstoßen. Warum? Ja, warum? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie haben ja gegen die verstoßen. Gegen was habe ich denn verstoßen? Soll ich Ihnen es nochmal vorlesen? Paragraph 12. Das heißt? Körperverletzung. Wo habe ich denn jemanden verletzt? Ich war nicht dabei, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das stimmt nämlich gar nicht. Wiederhören. Ich habe doch gar keinen verletzt. Warum den Körper verletzt? Herr Smoker für Sie. Ich habe doch gar keinen verletzt. Warum Körperverletzung? Ganz kurz für Sie zur Info. Wir haben jetzt einen Psychiater hinzugezogen. Der wird morgen ein psychologisches Gutachten von Ihnen erstellen. Also gegen meinen Willen. Das ist jetzt im Moment, spielt das erstmal keine Rolle. Sie sind vier Tatverdächtiger. Also mein Wille spielt bei Ihnen keine Rolle? Als Tatverdächtiger erstmal nein. Sie haben natürlich das Recht auf einen Anwalt und Sie haben das Recht zu schweigen. Ja. Möchten Sie einen Anwalt dazuziehen? Möchte ich. Wen denn? Weiß ich noch nicht. Ich kann Ihnen auch einfach jemand raussuchen. Will ich nicht. Okay, dann haben Sie jetzt ein paar Minuten Zeit, sich zu überlegen, welchen Anwalt Sie gern hätten. Das dauert länger, das weiß ich noch nicht. Kennen Sie denn die Namen? Frau John hätten wir im Angebot. Will ich nicht. Herrn John. Will ich auch nicht. Den haben wir noch. Können wir mal in die Liste gucken? Ich will nicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Nein, Sie bleiben erstmal hier. Warum? Was habe ich denn getan? Wurde das Offizielle schon gemacht? Weißt du das? Schiffmeister und Kaiser James haben ja das Offizielle, was... Was offiziell? Was meinst du offiziell? Die Protokolle. Hören Sie mal, ich sitze da vorne schon 20 Minuten, bin hier am Warten, ich will jetzt nach Hause. Im Gegenteil, zum Herrn Müller sind Sie ja nicht geflohen. Das ist doch schon mal ein guter... Warum soll ich Vorteil? Noch zu meinem Müller fliehen? Wie fliegen? Fliehen, haben Sie gerade gesagt, flohen. Ja, Sie sind nicht geflohen wie der Herr Müller. Wie fliehen, vor was denn? vor dem hier, was jetzt gerade stattfindet. Davor ist der Herr Müller geflohen. Das ist doch ein Theater, was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das kann ich Ihnen nicht beantworten, ich war nicht vor Ort. Ich war doch nur beim Helmut im Auto. Wie gesagt, ich war nicht beim Tathergang dabei, aber die Paragraphen stehen so in der Verhandlungsliste, also... Wer hat das denn aufgeschrieben? Das kann ich Ihnen beantworten. Ja. Das war die Nummer 92, war das. Wer ist das? Wer ist 92? Ich suche gerade im Moment. Kein Problem. Du bist ein Guter. Das sagen wir alle. Bin ich immer überrascht. Wo ist Helmut? Ach, da ist die 92. Das war der gerade hervor, der Herr Steiger. Helmut ist unten in den Zellen. Warum ist er in der Zelle? Kann ich zu dir mal reden? Weil er geflohen ist und auf Kopf geschossen hat und solche Dinge. Kann ich mal reden mit Helmut? Das ist mein Freund. Soweit Sie hier alles geklärt haben, erstmal mit dem Herrn Steiger, kann man darüber reden. Ich will mit dem nicht reden. Kann ich nicht mit dich reden? Mit mir? Theoretisch schon, ja. Ich will mit dich reden, nicht mit dem. Ich mag den nicht. Okay. Wie gesagt, zu Ihrer Aussage müssen wir natürlich auf einen Anwalt dann warten. Der berät Sie dann und dann können Sie die Aussage aufgeben. Ich mache keine Aussage. Die können Sie dann auch in Anwesenheit vom Anwalt machen. Mache ich nicht, will keine Aussage machen. Ja, ist das dann gesagt, schlecht für Helmut?
Wie gesagt, Sie können die Aussage auch verweigern und ja. Ich will nichts sagen. Wie gesagt, sobald dann Ihr Wunschanwalt da ist, kann man dann einfach aufschreiben, dass Sie die Aussage verweigern. Dann ist das auch fertig. Kann ich jetzt gehen? Nein, jetzt noch nicht. Bin ich verhaftet? Sie sind auf der Fahndungsliste und somit, also der Herr Müller wurde verhaftet. Wenn Sie jetzt fliehen würden, dann müsste man Sie auch verhaften. Verstehen Sie? Mhm. Also ich würde an Ihrer Stelle nicht fliehen, weil Sie sehen ja auch, den Herrn Müller haben wir auch bekommen, also. Aber wenn ich doch verhaftet wurde, ne? Sie wurden ja nicht verhaftet. Dann kann ich doch gehen. Nein, dann würden Sie ja wieder flüchten. Weil Sie noch aber dann ist doch sinnfrei, wenn ich auf Fahndungsliste stehe und bin gar nicht verhaftet. Ja, man würde Sie erst verhaften, wenn Sie fliehen würden. Weil also, wenn das hier gesprochen ist, kann ich gehen? Ja. Okay. Gut, dann ist das so, keine Aussage, ich möchte nach Hause. Ja, in Anwesenheit des Anwalts wird das dann gemacht. Dann suchen Sie sich irgendeinen aus, wir haben auch gerade Anwälte im Gebäude. Ihr könnt ja, dann hol mir einen, ja, hol mir da den Mann mit dem grauen Anzug. Mann mit dem grauen Anzug? Ich gehe holen, warte hier. Ah, nein, Sie bleiben bitte hier. Hä? Ich gehe für Sie, okay? Ja, ich warte hier. Ja. Kann ich nach Helmut runtergehen? Das können wir danach gucken, ob Sie das danach dürfen. Ich denke schon, dass man das einrichten kann. Ja. Aber bleiben Sie am besten hier, damit nichts noch eskaliert und schlimmer wird wie beim Helmut. Ja. Okay. Da bedanke ich mich für die Kooperation. Short Career, Long Retirement. Full Pension, Frigun. Ich werde Polizei, Frigun. Ja. Kommt er nochmal wieder? Da ist ja mein Freund. Herr Smoker. Ja. Ja, Herr John steht unten, der macht noch einen anderen, sag mal, Kunden von ihm fertig. Ja, sagen Sie, ich will Aussage verweigern, ich will gehen. Ja, dazu muss er das aber, muss er hier sein. Ich kann schon mal. Ja, dann komm, gehen wir runter, komm. Nein, dann macht gerade Herr Smoker. Du bist eine Liebe. Eine Liebe? Was? Du bist ein Lieber. Ja, da freue ich mich. Ja, ich mich auch. Ich bemühe mich immer, dass die Leute hier zufrieden sind. Kannst du Schattenspiele? Schattenspiele? Ich habe gerade zum Unfrieden von der Woche das getan. Zeig mal, vielleicht da was Neues. Was ist das? Der Finger Gottes. Der Finger Gottes. Warte, ja, ich will auch. Bei der Erschaffung der Erde. Warte mal, bleib so. Bleib so. Guck mal. Oh. Zweimal Finger Gottes. Ja. Meiner ist aber dicker. Die Erde schaffen innerhalb von 7 Tagen. Ja. Gut, ne? Ja, beeindruckend. Ja. Na gut, ich mache dann schon mal das Dokument fertig, dann geht's gleich schneller. Ja. Wo ist der Herr Walter denn? Herr Walter? Das weiß ich nicht, nein. Oder habe ich ihn doch unten bei den Zellen habe ich ihn gerade auch gesehen. Der wollte mit uns Party machen, mit Helmut und mir. Oh. Ja. Darum sind wir extra zum Haus gefahren, wo die Polizei dann war. Welches Haus? Vom Walter. Ach so, okay. Ja.
und Sie heißen laut Fahndungsschlüssel Gerrits Mugger. Oh, Anruf. Hallo, Max Johanni hier. Besprechungsraum mit dem Herrn hier. Ja. Oh, okay. Ja. Okay, dann bis dann. Der Kater will mich sprechen. So, Entschuldigung, ich wurde kurz aufgehalten. Ja, Sie können wieder gehen. Hallo, Herr Kater. Herr Smoker. Ja. Wann haben Sie Zeit? Kurze Frage. Sind Sie morgen noch das Dokument vorbereitet? Ich will mit Ihnen nicht reden. Die Aussage von ihm. Okay. Er möchte nicht mit, dem Herrn Steiger kooperieren, sondern mit mir. Kommen Sie bitte einmal mit zur Seite, Herr Johanni. Ja. Warum denn jetzt so kompliziert das Ganze? Da ist nicht kompliziert. Sie sind nicht rechnungsfähig. Ich bin nicht rechnungsfähig. Sie sind krank. Also Rechnung zahlen kann ich. Nee, Sie sind verletzt. Sie dürfen gar nicht arbeiten. Okay. Ich darf arbeiten. Ich unterstütze sowas nicht. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Bist du Anwalt? Manchmal. Okay, ich manchmal nicht. Okay. Ich möchte Aussage verweisen. Von nach Hause. Ja. Wo ist denn? Ich kann Ihnen ja erstmal kurz erzählen, was überhaupt vorgeworfen wird. Ja, dann hauen Sie mal raus. Was will ich denn vorwerfen? Also, wir haben hier einmal StGB, Paragraf 13.2, Körperverletzung an einem Beamten, Paragraf 19, 29 und 36. Und gegebenenfalls noch Beihilfe der schweren Körperverletzung mit Waffen. Was wäre für den vor? 19, ja, 20, das frage 26? Ich mich auch. Was die haben mich 19, schon, 29, 36. Wo habe ich den Körper verletzt? Sie haben mich angefahren. Ja, der Herr wollte sich nicht ausweisen. Hä? Ich kann Ihnen doch meinen Ausweis zeigen. Was labern Sie denn hier? Das wollten Sie eben nicht. Da hieß es, Sie haben ihn nicht dabei. Hä? Wovon? Außerdem wird ein psychologisches Gutachten angefertigt, weil mehrere Zeugen mir bestätigt haben, dass eine Frau Annabelle eine zweite Persönlichkeit von ihm ist und er sich dementsprechend verkleidet. Ja. Okay, und was hat das eigentlich mit dem A zu tun? Das ist doch scheißegal, wenn er sich nachts verkleidet. Ja, es geht aber darum, dass er das als Ausrede für seine Straftaten verwendet. Was für Straftaten? Was habe ich denn gemacht? Unter anderem, dass sie mich über den Haufen gefahren haben. Ich habe sie über den Haufen gefahren. Ich. Ja. Jetzt überlegen Sie unter Ihrer braunen Haarpracht mal ziemlich locker. Ich habe Sie über den Haufen gefahren. Ja. Nicht der Helm. Unter Ihrem Fahrzeug, Sie haben zurückgesetzt. Ach, da hinten eben. Ja, das tut mir richtig am leid. Am Stadtpark, ach, ja. Herr, ja, du tust mir richtig leid. Ja, das war ein Versehen. Dann das nicht ausweisen wollen? Was wollte ich nicht? Sie wollten Ihren Ausweis nicht zeigen. So, mehrmals. Pass mal auf, pass mal auf, jetzt muss, hör mal, mein Freund, lass mich mal bitte auch mal ausreden. Erstens erzählst du hier vom Stadtberg, da tut mir richtig leid, dass du da angefahren bist. Das erstmal an erster Stelle, ne? Mhm. War ich das? Das war Sie verkleidet als Frau Annabelle. Ich verkleidet als Frau, sehe ich aus wie eine verfluchte Transe? Ja, Herr Weiß hat mir versichert, dass Sie das sind. Wir hatten das Thema schon vor ein paar Wochen. Der Herr Weiß hat nicht mehr alle Murmeln oben im Sender. Da soll man auf der Autobahn mit Murmeln spielen gehen. Also ich persönlich habe Annabelle öfters getroffen und ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, tatsächlich. Woher kennen Sie meine Schwester? Können Sie ja Ihre Schwester selbst fragen. Hast du was mit der? Außerdem war Herr Smoker als Herr Smoker, nicht als Annabelle, dabei, als ein anderer bei ihm im Auto das Feuer auf meinen Kollegen und mich eröffnet hat und mein Kollege dabei schwer verletzt wurde. Und was kann ich dafür? Nun, man kann da schon eine gewisse Mittäterschaft erstmal... Ja, was heißt denn gewiss? Mittäterschaft oder nicht? Das müssen wir noch ermitteln. Ja, was müssen Sie denn ermitteln? Wir haben Sie nicht mal festgenommen, offiziell. Och, ja. Weswegen? Weil Sie nicht ermittelt haben, oder was? Weil wir gerade erst hier angekommen sind. Okay. Aber ich bin doch gar nicht festgenommen, hat Ihr Kollege doch eben gesagt. Noch nicht, nein. Gut. Weil ich gerade erst vor 2 Minuten hier die Tür reingekommen bin.
Entschuldigung. Aber noch aufgenommene Aussage würde dann ja eher eine Forderung danach greifen, wenn noch was nötig wäre. Ja, wenn der Herr die jetzt verweigern möchte, dann kann er eigentlich auch... Genau, ist eine Verweigerung, ist jetzt Herr Smoker soweit auf freiem Fuß. Ja. Und wenn noch irgendwas benötigt wird, dann kriegt er eine Vorladung. Richtig. Ja, das Problem klären wir gleich gelöst. Noch ab mit unserem Chef und dann schauen wir. Wer ist denn Ihr Chef? Im Moment hier Herr Weiß. Ist der Herr Carsten, nicht Herr Carter, der Herr Carsten ist Chef? Herr Carsten ist aber gerade nicht hier. Na so. Ansonsten hat der Smoker auch den Wunsch unterbreitet, noch den Herrn Müller kurz zu sehen. Das, Moment mal, ist der Herr Weiß nicht befreit von Ermittlungsverfahren? Ich dachte, du darfst nicht mehr ermitteln. Mir ist ja mal was zu Er führt die Ermittlung ja auch nicht durch. Die Ermittlung führe ich durch. Okay. Ja. Was muss ich jetzt machen? Moment, ich kann ihn aber kurz dazu. Ja, genau, zu einer laufenden Ermittlung. Der Herr Weiß. Will der mich nicht verstehen? Als ob er mit einem Backstein spricht, du. Ja. Gerhard Mannhausen-Zahn. Also, ich verstehe, was Sie meinen. Schneezebra, danke schön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Darf man hier mittlerweile rauchen drin? Hier drin, nein. Also Smoker, Sie haben mir die Aussage verweigert. Ist das richtig? Weil ich war gerade ja mit Carter. Ich sag hier gar nichts mehr. Ja, der sagt, ich bin eine Transe, bin ich nicht. Wie gesagt, ich habe das Dokument dann soweit fertig. Ja. Ja. Müssen nur dann, ich weiß nicht, wer es dann noch entscheidet, dass Sie dann jetzt auch gehen dürfen. Also im Prinzip haben Sie ja die Formalia soweit erfüllt, oder Herr Jun? Ja, sehe ich auch so. Ich habe ja auch vorhin eben 20 Minuten da draußen gewartet, wo ich mir deswegen, Sie flüchten ja auch nicht. Da kann man auch sicher gehen, dass Sie bei einer Vorladung dann auch erscheinen würden. Von daher, hätte ich hier jetzt das Wort sprechen können, würde ich Sie jetzt gehen lassen. Kommt da Gericht auf mich drauf, oder wie? Bei einer Vorladung kriegen Sie die kriegen Sie dann vom PD zugesandt. Da muss ich kommen, oder mein Anwalt? Sie und der Anwalt dann. Sie sind der Beschuldigte. Ja. Ist so. Notfalls können wir auch das FLB dazu ziehen. Die können über Fingerabdruckabgleich sicher feststellen, ob es sich bei Frau Annabel um Herrn Smoker handelt oder nicht. Ja, aber habt ihr denn die Fingerabdrücke von Frau Annabel? Ja. Smoker, pass auf. Die lassen sich ja auftreiben. Smoker, wir sind ja Freunde, ne? Nö, mit Ihnen nicht mehr. Ja, alles klar. So, Herr Smoker ist hundertprozentig als Frau Annabel zu identifizieren. So. Haben Sie mit der geschlafen oder wie wissen Sie das? Nee, ich weiß das, weil du das schon öfter zugegeben hast in meiner Gegenwart. In Ihrer Gegenwart habe ich was zugegeben. Ja. Mhm. Okay, warum hast du das Handy von Herrn Smoker denn immer dann dabei? Das oder warum hat die Annabel das? Ja, weil er meine Schwester ist. Teilen Sie nicht auch mit Ihrer Schwester manche Sachen? Dann nicht mein Handy. Warum kann Ihre Schwester sich niemals aushalten? Herr Anwalt, muss hier noch weiterreden? Nö, ich sehe da gar keinen Grund für gerade. Ja, ich auch nicht. Sie haben die Aussage verweigern, können Sie gehen, ja. Fluchtgefahr besteht ja nicht, haben Sie draußen eben so nett gewartet, wie mir eben der Officer berichtet hat. Richtig. Und Herr Smoker wollte noch Herrn Müller sehen. Der Anwalt, dürfte ich bitte nochmal gerade Ihren Namen haben? Paul John. Ich grüße Sie. Ja, Herr John. Entschuldigung, ja, natürlich. Neue Frisur? Ja. Ja, sogar auf dem Kopf, ne? Ja, das ist mir noch nicht aufgefallen. Also Herr Smoker, hätte ich trotzdem gerne jetzt nochmal Ihren Personalausweis. Ja, Moment. Zeigen Sie mir den mal einmal hier, bitte. Ja. Alle, jetzt wollte ich schon die Pilzchen, die habe ich in der Hosentasche. Nee. Mhm. So, bitteschön. Ah, danke. Herr Gerrit Smoker, geboren 22.07.71. Alles klar, dann hier einmal zurück. Dankeschön. Und dann bitte nochmal Ihren Führerschein. Ich habe keinen Führerschein. Sie haben keinen Führerschein, aber Sie sind mit einem Fahrzeug gefahren. Ich bin mit gar keinem Auto gefahren. Doch, als Sie mich unten gefahren haben, vorhin am Stadtpark. Hä, ich war doch gar nicht am Stadtpark. Da sitzt er nur unten noch in der Zelle, deswegen sitzt er doch da, oder nicht? Der hatte mehrere
Verstoße gegen das Gesetz gemacht. Da war diverses, ja. Okay, ja. Dann scheint das auch. Da können wir als nächstes hingehen. Er wollte zwar keinen Anwalt, aber weiß ich nicht. Also sowohl der eine als auch der andere hat, also Herr Smoker hat mich angefahren, der Herr Müller hat Herr Kahn. Wo habe ich Sie denn angefahren? Als ich hinter Ihrem Auto stand, was Sie eben schon zugegeben haben. Was habe ich denn zugegeben? Dass Sie mich angefahren haben, dass Ihnen das leid tut. Das tut mir leid, ja, dass Sie angefahren wurden. Habe ich auch so verstanden. Herr Johanni, was haben Sie verstanden? Ich habe auch eine Entschuldigung gehört von ihm. Da haben Sie ja noch auch Herrn gesagt. Das war. Nö, habe ich gar nicht gesagt. Er hat gesagt, dass es leid tut, dass Sie angefahren worden sind, aber nicht konkret von ihm. So richtig. Einen Moment mal bitte. Wo geht denn jetzt wieder hin? Weiß ich nicht. Jetzt geht er bestimmt wieder ich zum Hinweis. Ich bin unparteiisch. Ich weiß die linke Hand auch nicht, was die rechte tut. Ja, ich weiß abends immer, was meine Hand tut. Ja, das ist wie im Zoo hier. Ja. Fehlt nur, dass man hier mit Kacke beworfen wird. Oh. Ja, wenn es so schlimm kommt, dann... Ja, dann gute ja. Nacht. So. Herr Smoker, passen Sie auf. Ich als Ihr Ex-Freund, ja, sag dann mal, wenn du bist dir sicher, dass die Frau Annabel, erreichst du die jetzt noch? Keine Ahnung, ist schon spät, ne? Ja. Ja, dann würde ich einfach sagen, ich meine, du hast ja mit der Annabel nichts zu tun. Warum bist du auf einmal so blass schon wieder? Vorhin warst du noch so braun. Keine Ahnung. Vielleicht hat Licht hier drin, ich weiß das nicht. Kann sein. Ja, passen Sie auf, Herr Smoker. Dann machen Sie sich jetzt einen schönen Abend. Ja. Wenn wir die Frau Annabel nächstes Mal sehen, dann müssen wir Sie leider festnehmen und dann nochmal nach Ihren Ausweis fragen, weil die Dame möchte sich einfach nicht ausweisen. Ja. Kann und ich auch verstehen, aber Alter. Das ist ja auch Gesetz, ne, dass man sich ausweist. Ausweisen ist Pflicht, ne? Ausweisen ist eine Pflicht. Sehen Sie, und wer dem nicht nachkommt, hat dann halt verloren, richtig? Ja, wer behauptet was Gegenteiliges? Richtig. Gar keiner. Bist du sicher? Das ist nur eine Ansichtssache, ne? Man fragen muss Sie immer... den Anwalt. Was soll ich denn den fragen? Herr Anwalt. Ja? Wenn man sich in Los Santos nicht ausweist, was passiert dann? Dann wird man mitgenommen. Richtig. Das ist ja auch ordnungsgemäß so. Herr Johanni, wofür gibt es auch Gesetze in Los Santos? Ne? Ja. Die Polizei muss dafür sorgen, dass alles hier mit Ordnung und Recht zugeht, ne? Sie sind ein guter Polizist, Herr Weiß. Siehst du? Und deswegen stehe ich auch gerade hier und rede mit Ihnen. Warum dürfen Sie keine Ermittlungen mehr führen? Habe ich gerade gehört? Ich darf keine Ermittlungen mehr führen? Wurde gerade hier gesagt im Raum. Von wem? Von meinem Anwalt, glaube ich. Und siehst du, Smoker, dennoch stehe ich hier und rede mit dir. Weil mir das einfach egal ist, was solche Leute sagen. Aber das dürfen Sie doch gar nicht. Ach, Smoker, ich darf so vieles nicht und ich tue es trotzdem. Aber das kann doch... Dürfen Sie das für euch nicht? Was darf ich nicht? Ermittlungen führen? Ja, man hört ja so einiges. Ne? Ja, woher hören Sie da? Wie haben Sie das denn aufgenommen? Erzählen Sie mal. Ja, weiß, das ist ganz einfach. Man stellt sich einfach in den Stadtpark und versucht nicht, sich mit Leuten zu prügeln. Dann erfährt man so einiges. Wer prügelt sich, der weiß. Stimmt, ich prügel mich ja nicht gerne mit Leuten. Also ich gewinne da sowieso, glauben Sie mir. Aber trotzdem prügel ich mich nicht gerne mit Leuten. Nee, mach das schon. Also Sie meinen jetzt, dass ich angefangen habe, die Prügelei? Also nee, Sie unterstellen einem Polizisten... Hat er das gar nicht damit... gesagt? Naja, unterschwelle ich ja schon. Nö, habe ich nichts von gehört. Schönen Abend noch. Ebenso. Auch so. Arbeitet der hier? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Kenn den nicht. Ich glaube, du kannst gehen. Okay. Tschüss, danke. Kein Problem. Telefonnummer. 675-119. Moment. Jonen, ne? J-O-O-N. Passt. Okay, Telefon? 675-119. Okay. Gespeichert. Dankeschön. Tschüss. Kein Problem. Tschüss. Ach, Walter. War so noch die Scheiß-Tür zu? War, die Tür ist zu. Ja, wir müssen aber rein, wir haben Code Red bei euch im Gebäude. Code Red, was ist das? Wir haben einen Notfall hier im Haus. Och ja. Wo denn? Code Red. Ach ja, Dr. Butten, wie geht's dir? Herr Anwalt. Wir wissen, dass da unten noch jemand sitzt. Darf ich den Helmut
Ja, wollte ich gerade fragen. Darf ich den besuchen? Hä? Nee, der hat sich selber verletzt. Der Helmut? Och, Herr. Darf ich meinen Freund besuchen? Ja, schwierig. Wenn kein Officer da ist, dürfen sie da nicht machen. Kann ich ihn anrufen? Ja, wenn er angeht. Probier mal. Wobei, Sie sind der Herr? Schmoker. Achso, Jon, angenehm. Wir hatten ihn noch nicht so genügend, ne? Nee, noch nicht. Besser ist es so. Ne. Da geht keiner dran. Ne. Ne. Der geht nicht an Telefon. Ne. Ah, sind die Mediziner wohl zu dem unterwegs? Och, Herr, hoffentlich hat er nichts Ernstes. Ne. Und ihr habt Scheiße gebaut oder so? Ne, haben wir gar nicht. Da haben wir gar nicht. Der Helmut, der ist alt, ne? Ich glaube, das sind die Nerven von dem. Der hat heute geheiratet, meine Schwester. Oh, die Annabelle. Ja, ob das ein Glück ist, das weiß ich nicht. Okay. Ne. Und ich glaube, das hat den fertig gemacht. Und da war dann irgendwas. Und da, wo wir von der Hochzeit wegfuhren, da kam Polizei auf unserer Fahrbahn. Und da hat Helmut da den gebumst mit dem Auto. Aus Versehen. Aber der war auf unserer Seite, ne? Gefahren. Mhm. Und da hat Polizei gesagt, hier, festnehmen und so. Polizei und so, ne? Und da ist Helmut abgehauen. Und ich war ja auch im Auto drin. Ist ja ein Freund von mich. Ja. Ja, und dann hat Walter angerufen, wir sollen Party machen, kommen bei ihm im Haus, der Herr weiß. Da sind wir hingefahren, obwohl der Helmut nicht wollte. Und da stand dann Polizei. Und dann hat Helmut Pistole gezogen und der andere hat mit Laser geschossen. Mit Taser? Mhm. Interessant, der Weiß ruft also Leute an zum Party machen und dann werden sie verhaftet. Ja, hat mich auch gewundert, dass die Polizei da stand. Das ist ja interessant zu wissen. Ja. Mhm. Ja. Dann habe ich mit Helmut geredet und ja, dann sind wir nach hier gekommen. Ja. Okay. Okay, aber gucken wir mal. Ne. Helmut ist ein Lieber, ist ein guter Mann. Ja. Ja, aber mit den Nerven, ne? Ja, hat der. Aber meine Schwester ist auch nicht leicht zu ertragen, ne? Die frisst ja die Haare vom Kopf, ne? Die will auch immer nur Liebe machen, ne? Ganzen Tag Sex machen, immer Kinder machen, ne? Baby, sagt die immer, ne? Okay. Ja. Wenn was ist wegen Kauschen hier beim Helmut, ne? Kaution, ja. Ja, dann mich anrufen. Was soll man denn eine Nummer geben? Also, ne. Telefon, das ist 55 6 7 104. 55 6 7 104. So richtig, ja. Ja. Wenn Kauschen ist, ich komme. Okay, wenn Kaution ist, kommst du mehr, kriegen wir hin. Ja, egal was kosten, Quanten, ne? Egal. Okay. Ja. Dolero ist keine Problemos, hab ich schon so verstanden. Wie, was? Hab ich nicht verstanden. Ja, kein Problem. Ja. Ja. Okay. Ja, dann schönen Abend noch. Ebenso, gehen wir gleich mal gucken, was dann ist. Ne? Ja, tschö. Tschüss. Tschüss, ja. Agarus. Agarus, danke schön. Vielen Dank für den Reset, mein Freund. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Doleros no problemos. Achso. Der ist nett, der Anwalt, ne? Der ist nett. Jon ist nett. Netter Mann.